Kugelerde oder flache Erde? Die NASA und die Lügen der Welt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video soll es um ein regelrechtes Wachmach-Thema gehen, welches Aufschluss darüber gibt, ob man sich bereits mit großen Stücken von den Ketten der Welt befreien konnte oder ob man immer noch mit der Welt und ihren Lügen liebäugelt. Es geht um die Frage Erdkugel oder Erdkreis. So möchte ich euch auch heute mit reichlich Bild, Video und Textmaterial Informationen an die Hand geben, die jeder gewissenhaft für sich selbst prüfen sollte. Im ersten Teil und im zweiten Teil soll es um Belege der Welt gehen, die meines Erachtens mehr als eindringlich aufzeigen, dass die NASA durchtränkt ist von Lügen und Intrigen. Im dritten Teil geht es dann um wichtige Aussagen, Karten und weiteren Belegen zur flachen Erde. Und im vierten Teil möchte ich die Schönheit der Heiligen Schrift mit einbinden und auch an dieser Stelle erneut aufzeigen, dass die Wahrheit der Heiligen Schrift, also der Bibel, im Fadenkreuz der Welt steht. Anfänglich wird es etwas mehr Text geben, aber im späteren Verlauf sprechen Bilder und Videos wahrscheinlich mehr als Worte. Quellenangaben finden sich wie immer in der Infobox zum selbstständigen Prüfen. Wie immer gilt, prüft alles und behaltet das Gute. Teil 1. Die fragwürdigen Wurzeln der NASA. Kandidat Nummer 1. Jack Parsons. Auf der linken Seite seht ihr ein Bild, übersetzt vom Englischen ins Deutsche, wo es heißt: Was ist die Verbindung zwischen Werner von Braun, dem Ex-Nazi und Vater der Raketentechnologie, Jack Parsons, dem Raketeningenieur und telemitischen Okkultisten, Lafayette Ronald Hubbard, dem Gründer der Scientology-Kirche, Walter Disney, dem Produzenten von Zeichentrickfilmen, und Aleister Crowley, dem bösesten Mann der Welt, der unter anderem als Medium Kontakt mit Dämonen hergestellt hat. Sie alle halfen bei der Gründung der NASA. Nachfolgend heißt es, Zitat: Glauben Sie, dass echte Betrüger bei einem einzigen Betrug aufhören? Oder glauben Sie, sie machen weiter und weiter, bis sie sterben oder erwischt werden? Die Antwort ist ganz einfach. Warum sollten Sie jemals mit einer lukrativen betrügerischen Tätigkeit aufhören, wenn Sie nicht erwischt wurden? Die Wahrscheinlichkeit eines systematischen Betrugs ist also praktisch gegeben, sobald der erste Betrug aufgedeckt wird. Um die Sache noch mehr zu verwässern, wurde die NASA von Satansanbetern, Okkultisten und schwarzen Magiern gegründet. Dies ist kein leeres Gerücht, sondern eine Tatsache. Die NASA ist ein Militär-Hollywood-Pseudowissenschafts-Satanistenkartell, dessen wahres Ziel es ist, Steuergelder zu nutzen, um durch die Entwicklung und den Einsatz pseudowissenschaftlicher Technologien und Methoden zu fördern und zu profitieren. Der erste Betrug besteht meiner Meinung nach in den wahren Ursprüngen der NASA und den Personen, die maßgeblichen Einfluss hatten. Wenn Sie bei der NASA nach ihnen suchen, werden Sie geschönte Biografien oder gar keine Informationen finden. Zitat Ende. Und weiter heißt es mit der Überschrift Betrug Nummer 1 vor NASA. Zitat: Der Vorgänger der NASA war ein junger, talentierter Raketenwissenschaftler, Jack Parsons. Werner von Braun behauptete, nicht er selbst, sondern der Autodidakt, Parsons sei der wahre Vater des amerikanischen Raumfahrtprogramms gewesen, weil er zur Entwicklung des festen Raketentreibstoffs beigetragen habe. Jacks Kindheit war geprägt von Abgeschiedenheit, Einsamkeit und Wohlstand. Er konnte den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzen und lesen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie er seine Familie ernähren sollte oder woher seine nächste Mahlzeit kommen sollte. Er las eifrig Jules Verne, einschließlich seines Romans Von der Erde zum Mond aus dem Jahr 1865 und das neue Science-Fiction-Magazine Amazing Stories. Bald war der Weltraum nicht mehr nur etwas, das über Jacks Kopf schwebte, sondern eine romantische Obsession. Eines Tages wurde Jack in der Schule verprügelt.
bis ein älterer Junge auftauchte und der Prügelei ein Ende setzte. Dieser Junge, Ed Foreman, sollte bis ins Erwachsenenalter Jacks bester Freund und ein wichtiger Akteur in Jacks Raketenträumen werden. Ed und Jack verbrachten die Tage damit, sich über die Science-Fiction-Bücher zu unterhalten, die sie lasen, und begannen bald selbst zu experimentieren. Mit den technischen Werkzeugen und Hilfsmitteln von Eds Vater und den Materialien, die Jack von seinem Teilzeitjob bei der Hercules Powder Company mitbrachte, bauten sie Sprengstoff. Die Lehrer und Jacks Mutter begannen sich Sorgen um ihn zu machen. Doch Ed und Jack experimentierten weiter. Im Jahre 1934, als Jack bereits 20 Jahre alt war, wurde das Interesse des Duos an Raketen von einer Kinderfantasie zu einer akademischen Beschäftigung, als sie, obwohl sie dort nicht studierten, die Unterstützung des nahegelegenen California Institute of Technology erhielten. Ed, Jack und mehrere Mitglieder der Caltech-Gemeinschaft gründeten die Goldsit Rocket Research Group. An Halloween 1936 führte die Gruppe ihren ersten Motorentest in der Nähe des Devil's Gate Dams in Pasadena durch. Der Motor explodierte, aber schon bald wurden sie auf dem Campus berüchtigt. Man nannte sie die Suicide Squad, also die Selbstmordtruppe, weil ihre Experimente als gefährlich und verrückt empfunden wurden, zumal die Raketentechnologie damals von vielen Wissenschaftlern als töricht und reine Science-Fiction angesehen wurde, was die praktische Nutzung und Entwicklung der Technologie anging. Zitat Ende. So heißt es weiter mit der Überschrift »Das Selbstmordkommando«. Zitat, dieses Selbstmordkommando war die Geburtsstunde des berühmten Jet Propulsion Laboratory, der Einrichtung, die für die Landung des Mars Rovers und viele andere Fortschritte in der Raketen- und Roboterwissenschaft verantwortlich ist. Offensichtlich war Parsons ein echtes Talent mit einem scheinbar angeborenen Sinn für Antrieb und Raketentechnik. Eine damals sehr junge Industrie, die vom militärisch-industriellen Komplex begehrt waren. Sein Design und sein Verständnis für die chemische Zusammensetzung von Flüssigraketentreibstoffen galt als unübertroffen. Parsons machte sich einen Namen als schneidige Figur mit einem Ruf als Raketenspezialist und Risikoträger. Man sollte meinen, dass all diese wissenschaftlichen Errungenschaften für eine Person in einem Leben ausreichen würden, aber Parsons hatte weitaus ehrgeizigere Ziele. Er wollte die Mauern von Raum und Zeit niederreißen und er hatte ganz und gar unwissenschaftliche Ideen, wie das zu bewerkstelligen sei. Zitat Ende. Und weiter heißt es, Zitat, die nichtwissenschaftlichen Ideen waren von Okkultismus, Satanismus und schwarzer Magie durchdrungen. Parsons schwor den Eid des Abgrunds und hatte nur die Wahl zwischen Wahnsinn, Selbstmord und diesem Eid. Dann leistete ich den Eid eines Magister Templi, sogar den Eid des Antichristen vor Frater 132, dem unbekannten Gott. Und so wurde ich zum Antichristen in der Welt und dazu bin ich verpflichtet, dass das Werk der Bestie 666 erfüllt wird. Zitat Ende. Und weiter heißt es, Zitat, wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Offenbar in Anbetracht der Tatsache, dass Antichrist nur ein paar Buchstaben von Anarchist entfernt ist, besteht das folgende Manifest zu einem großen Teil aus der Aufforderung, zu tun, was du willst, und zwar in den meisten körperlich, flüssigen, wirtschaftlichen und/oder politischen Bereichen. Das Ziel all dieser Bemühungen, so Metzger, sei es, die Apokalypse herbeizuführen, da es theoretisch nur noch besser werden könne. Jetzt werden Sie vielleicht denken, was für ein Schwachsinn. Aber das FBI, das von der Vorstellung, dass Parsons vom Steuerzahler finanziertes Gehalt den Antichristen und die Beschleunigung der Apokalypse unterstützen könnte, nicht sonderlich begeistert war, nahm die Sache ernst genug, um eine Untersuchung einzuleiten.
Die vor kurzem im Rahmen des Gesetzes über die Informationsfreiheit freigegebenen Dokumente umfassen 130 Seiten stark redigierten Textes, in dem die G-Männer versuchen, Parsons religiöse Überzeugungen zu verstehen und seinen häufig nachlässigen Umgang mit geheimen Materialien zu dokumentieren. Vielleicht passte die Rolle des Errol Flynn am besten zu Jack Parsons. Aber in Wahrheit ist Jack Whiteside Parsons vor allem für seine okkultistischen Ideale, seine schwarze Magie und seine Verehrung für die satanische Agenda bekannt. Aber er hatte ein geheimes Leben, das in krassem Gegensatz zu seinem öffentlichen Leben stand und das sein Leben im Laufe der 40er Jahre immer mehr beherrschte. Jack Parsons und seine Frau Helene waren 1939 in Los Angeles mit der Agape-Loge der Internationalen Magischen Bruderschaft, der OTO, also der Ordo Templi Orientis, in Kontakt gekommen und traten ihr 1941 bei. Sie stand unter der Leitung von Wilfred Talbot Smith, einem Briten, der diese Loge etwa ein Jahrzehnt zuvor um 1930 gegründet hatte. Zitat Ende. Und weiter heißt es, Zitat, Smith und Parsons Frau verstanden sich gut und bald war er im Haus und im gnostischen Ordo Templi Orientis Tempel auf dem Dachboden kaum noch zu sehen. Letzterer war vollständig eingerichtet und enthielt sogar eine Kopie der ägyptischen Stelle der Offenbarung, die von den Anhängern des berühmten Magiers Aleister Crowley verehrt wurde. Es war der einzige funktionstüchtige Tempel dieser Art in der Welt zu dieser Zeit. Zitat Ende. Kandidat Nummer 2. Aleister Crowley. Was heißt, Zitat, Aleister Crowley, das weltweite Oberhaupt des Ordo Templi Orientis, ergriff Maßnahmen, die Parsons Ansehen im Orden erhöhten. Etwa 1943 bis 1944 überzeugte er Smith in einem Papier mit dem Titel »Ist Smith ein Gott?«, dass astrologische Forschungen gezeigt hätten, dass Smith kein Mensch, sondern eine Inkarnation einer Gottheit sei. Der Gott nahm den Hinweis auf, dass Crowley ihn loswerden wollte und ging in eine private magische Praxis über, schließlich mit angeblich lohnenden Ergebnissen, wobei er nur mit dem Namen nach das Oberhaupt der Loge blieb. Parsons hatte seine Frau an Smith verloren, blieb aber in gutem Einvernehmen mit ihr. Er war mit Ordensaktivitäten beschäftigt, von denen eine der wichtigsten die Überweisung von Geld an Crowley war, sowohl für den minimalen Unterhalt des alten Mannes als auch für den Ordo Templi Orientis Verlagsfonds. Ein guter Prozentsatz kam aus Parsons eigener Tasche. Zitat Ende. Und weiter heißt es, Zitat, Crowley, der dem Ordo Templi Orientis, der in freimaurerischen Kreisen bereits bekannt war, zu echtem Ruhm verhalf, war eine der größten Inspirationen im Leben von Parsons. Der ältere Mann hatte viel erreicht. Er war Dichter, Verleger, Bergsteiger, Schachmeister und bisexueller Praktiker der Sexualmagie oder Magic, wie er es nannte. Von Boulevardjournalisten als bösester Mann der Welt bezeichnet, sah er seine zentrale Identität in der großen Bestie 666, wie sie in der biblischen Offenbarung erwähnt wird, obwohl er sich in seinen religiösen Vorstellungen nicht besonders auf dieses Werk stützte. Den meisten Berichten zufolge erbte Parsons nach dem Tod seines Vaters etwa in den frühen 40er Jahren ein Herrenhaus mit Kutschenhaus in der 1003 South Orange Grove Avenue in Pasadena, Kalifornien. Zum Entsetzen der Nachbarn wurde das Haus zu einem Zufluchtsort für Bohemians und Atheisten, an die Parsons gerne Zimmer vermietete. Zitat Ende. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ihr werdet im Laufe des Videos immer wieder kleinere Ausschnitte von Bildern mit Text entdecken, welche zusätzlichen Informationsgehalt liefern. Zum Beispiel hier
ein Zitat von Aleister Crowley übersetzt oder auch hier. Ja? Deswegen stoppt das Video, wann es euch beliebt, und prüft den Inhalt nochmal selbstständig. Kandidat Nummer 3, L. Ron Hubbard. Wo es heißt, Zitat, er war, wie man sagt, der größte Menschenfreund der Geschichte. Aber dieser fantasievolle und intelligente Mann hatte auch eine andere Seite. Und um Scientology zu verstehen, muss man mit L. Ron Hubbard beginnen. In den späten 1940er Jahren war Hubbard pleite und verschuldet. Als erfolgloser Autor von Science Fiction und Fantasy war er gezwungen, seine Schreibmaschine für $28,50 zu verkaufen, um über die Runden zu kommen. Ich sehe Ron noch vor mir, wie er um 1949 drei Schritte die Treppe hinauflief, um sich von mir $30 zu leihen, damit er die Stadt verlassen konnte, weil seine Frau hinter ihm her war und Unterhalt verlangte. Erinnerte sich ein ehemaliger literarischer Agent, Forrest J. Ackerman. Einmal war Hubbard gezwungen, die Veteranenverwaltung anzuflehen, ihm $51 zu viel gezahlter Leistungen zu überlassen. »Ich bin fast mittellos«, schrieb Hubbard, ein ehemaliger Marineleutnant. Hubbard war auch psychisch angeschlagen. Ende 1947 bat er die Veteranenverwaltung, ihm bei einer psychiatrischen Behandlung zu helfen. Gegen Ende meines Militärdienstes, schrieb Hubbard an die VA, vermied ich aus Stolz jede geistige Untersuchung in der Hoffnung, dass die Zeit einen Geist ins Gleichgewicht bringen würde, von dem ich allen Grund zur Annahme hatte, dass er ernsthaft beeinträchtigt war. Ich kann lange Perioden von Verdrossenheit und Selbstmordneigungen weder erklären noch überwinden, und ich habe kürzlich erkannt, dass ich erst darüber triumphieren muss, bevor ich hoffen kann, mich überhaupt zu rehabilitieren. Zitat Ende. Und weiter heißt es, Zitat, in seinen privatesten Momenten schrieb Hubbard bizarre Erklärungen an sich selbst in Notizbücher, die 4 Jahrzehnte später vor dem obersten Gericht von Los Angeles auftauchen sollten. Dort heißt es zum Beispiel, alle Menschen sind deine Sklaven, schrieb er in einem. In einem anderen schrieb er, du kannst gnadenlos sein, wann immer dein Wille übertreten wird, und du hast das Recht, gnadenlos zu sein. Hubbard war in diesen wenig bekannten Jahren seines Lebens unruhig, ruhelos und unstet. Aber er verlor nie das Vertrauen in seine Fähigkeiten als Schriftsteller. Er hatte in der Vergangenheit seinen Lebensunterhalt mit Worten verdient und er konnte es wieder tun. Vor den finanziellen und emotionalen Problemen, die ihn in den 1940er Jahren heimsuchten, hatte Hubbard mäßigen Erfolg als Autor für eine Rolle von Groschenheften. Er spezialisierte sich auf Shoot-em-up-Abenteuer, Western, Krimis, Kriegsgeschichten und Science-Fiction. Er war ein meisterhafter Segler und Segelflieger mit einem angeblichen Faible für auffällige Manöver. Obwohl Hubbards Gesundheit und seine Schriftstellerkarriere nach dem Krieg ins Wanken gerieten, blieb er eine wahre Ideenschmiede. Und seine größte sollte bald geboren werden. Hubbard war schon lange von geistigen Phänomenen und den Geheimnissen des Lebens fasziniert. Er war ein Experte für Hypnose. Während einer Versammlung von Science-Fiction-Fans in Los Angeles im Jahre 1948 hypnotisierte er viele der Anwesenden und überzeugte einen jungen Mann davon, dass er ein winziges Känguru in seinen Händen hielt. Hubbards intensive Neugier auf die Macht des Geistes führte ihn 1946 zu einer Freundschaft mit dem Raketentreibstoffwissenschaftler John Whiteside Parsons. Parsons war ein Schützling des britischen Satanisten Aleister Crowley und Leiter einer schwarzmagischen Gruppe nach dem Vorbild von Crowleys berüchtigter okkulter Loge in England. Hubbard bewunderte auch Crowley und bezeichnete ihn 1952 in einem Vortrag als meinen sehr guten Freund. Parsons und Hubbard wohnten bald in dem in die Jahre gekommenen Herrenhaus in der South Orange Grove Avenue in Pasadena, in dem eine seltsame Mischung aus Künstlern, Schriftstellern, Wissenschaftlern und Okkultisten aus der Boheme lebte. Im Hinterhof stand ein kleiner Kuppeltempel, der von 6 Steinsäulen getragen wurde.
Hubbard lernte seine zweite Frau Sarah Northrup auf dem Anwesen kennen. Obwohl sie zu dieser Zeit Parsons Geliebte war, ließ sich Hubbard nicht abschrecken. Lange vor der Gegenkultur der 1960er Jahre rauchten einige Bewohner des Anwesens Marihuana und vertraten eine Philosophie des promiskuitiven rituellen Sex. Zitat Ende. Das Zusammenspiel Parsons und Hubbard. Wo es weiter heißt, Zitat, Crowleys Biografen haben geschrieben, dass Parsons und Hubbard Sexmagie praktizierten. Die Biografen berichten, dass ein in ein Gewand gehüllter Hubbard Beschwörungsformeln sang, während Parsons und seine zukünftige Frau Cameron Geschlechtsverkehr hatten, um ein Kind mit überragendem Intellekt und überragenden Kräften zu zeugen. Die Zeremonie soll sich über 11 aufeinanderfolgende Nächte erstreckt haben. Hubbard und Parsons stritten sich schließlich über ein Segelboot-Verkaufsunternehmen, das in einem Gerichtsstreit zwischen den beiden endete. In späteren Jahren versuchte Hubbard, sich von seiner peinlichen Verbindung mit Parsons zu distanzieren, der ein staatliches Raketenprojekt am California Institute of Technology gegründet hatte, aus dem später das berühmte Jet Propulsion Laboratory hervorging. Parsons starb 1952, als eine chemische Explosion seine Garage zerstörte. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, Hubbard bestand darauf, dass er verdeckt für den Marine-Geheimdienst gearbeitet hatte, um die schwarze Magie in Amerika zu zerschlagen und die Verbindungen zwischen den Okkultisten und prominenten Wissenschaftlern in der Parsons-Villa zu untersuchen. Hubbard sagte, die Mission sei so erfolgreich gewesen, dass das Haus abgerissen und die schwarzmagische Gruppe aufgelöst worden sei. Die Witwe von Parsons, Cameron, widersprach Hubbards Darstellung jedoch in einem kurzen Interview mit der Times. Sie sagte, die beiden Männer hätten sich sehr gemocht und gefühlt, dass sie eine Kraft einführen würden, die die Dinge verändern würde. Und sie veränderten die Dinge tatsächlich. L. Ron Hubbard gründete später die Scientology-Kirche, ein Meisterwerk der Gedankenkontrolle. Die Scientology-Kirche ist eine bösartige und gefährliche Sekte, die sich als Religion tarnt. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Sie wendet eine Vielzahl von Techniken zur Bewusstseinskontrolle bei Menschen an, die in ihre Mitte gelockt wurden, um die Kontrolle über ihr Geld und ihr Leben zu erlangen. Ihr Ziel ist es, ihnen jeden Cent abzunehmen, den sie haben und den sie sich jemals leihen können, und sie außerdem zu versklaven, um ihre bösen Ziele zu fördern. Jack Parsons hingegen war ein Gründungsmitglied des Jet Propulsion Lab der NASA. Manche bezeichnen ihn als einen der Väter der Raketentechnik. Andere scherzen, dass das JPL, also das Jet Propulsion Lab, eigentlich das Labor von Jack Parsons sei, aber auf den Websites der NASA findet man nicht viel über ihn. Parsons Erbe als Ingenieur und Chemiker wurde durch sein Interesse am Okkulten etwas überschattet und hat zu dem geführt, was einige Kritiker als Umschreibung der Geschichtsbücher bezeichnen. Zitat Ende. Und auch nochmal sehr interessant hier auf der linken Seite ein Ausschnitt aus einem Artikel von 1969 über die Verbindung zwischen Hubbard und Crowley. Übersetzt vom Englischen ins Deutsche heißt es Zitat, 1946 fand Aleister Crowley, hier zu sehen, der Zauberer und Mystiker, dessen Praktiken in der schwarzen Magie ihm den Titel The Wickedest Man in the World, was übersetzt heißt, der böseste Mann der Welt, einbrachten, einen neuen Schüler und hieß ihn in einer seiner okkulten Gemeinschaften in Kalifornien willkommen. Die außergewöhnlichen Aktivitäten dieses neuen und begeisterten Schülers sind in einer umfangreichen Sammlung von Papieren beschrieben, die sich im Besitz eines ehemaligen Bewunderers Crowleys befinden und die wir untersucht haben. Bei diesem Mann handelt es sich um Lafayette Ron Hubbard. Hier rechts zu sehen. Das Oberhaupt der heute berüchtigten Scientology
Kirche. Zitat Ende. Das Babylon-Ritual. Hier auf der rechten Seite heißt es dann, Zitat, er, Hubbard, war weiß gekleidet und trug die Lampe, und ich war schwarz gekleidet mit Kapuze, Becher und Dolch. Quelle, Jack Parsons, das Buch von Babylon. Ja, Link findet sich zum Prüfen in der Infobox. Oder auch hier ein ganz interessanter Ausschnitt from the Magical and Mystical System of the AA. Da habe ich mal diesen kleinen Abschnitt hier vom Englischen ins Deutsche übersetzt, wo es heißt, Zitat, diese 1910 in London aufgenommenen Fotos zeigen Szenen aus den Riten von Eleusis, die Crowley inszenierte. Links der Ritus des Saturn, rechts der Ritus der Luna. Zitat Ende. Auch weiter nochmal im Kontext, Zitat, im Frühjahr 1946 führten L. Ron Hubbard und John Parsons eine Reihe von magischen Ritualen mit dem Ziel durch, die telemische Göttin Babylon in einem Menschen zu inkarnieren. Hubbards Zusammenarbeit mit Parsons, die als Babylon Working bekannt wurde, ist nach wie vor eines der umstrittensten Ereignisse in Hubbards vor-scientologischer Zeit. Zitat Ende. Und auch hier oben rechts mit der Überschrift Das okkulte Trio, wo es dann heißt, Zitat, ein weiteres Rätsel ist Jack Parsons Beitrag zum okkulten Entwurf des Pentagon. Parsons, der 1949 den Eid des Antichristen leistete, trug unter dem späteren CIA-Direktor John J. McCloy zum Entwurf des Pentagons bei. Es ist kein Zufall, dass die NASA ihre wahren Ursprünge ausgelöscht und umzuschreiben versucht hat. Die mächtigen Säulen der wissenschaftlichen Gewissheit, auf denen die NASA angeblich ruht, sind in Wirklichkeit satanische Schwarzmagier des Okkultismus. Dies ist wahrscheinlich eine kleine, triviale Tatsache, die in den heutigen Lehrplänen ausgelassen wird. Die NASA ist aus dem selbsternannten bösesten Mann der Welt, Aleister Crowley, dem Massenmind-Control-Schwarzmagier-Satanisten L. Ron Hubbard und dem Okkultisten-Schwarzmagier-Satanisten Jack Parsons hervorgegangen, um die frühe Gründung der NASA einzuleiten. Zusätzlich gab es zwei weitere spätere Mitglieder des NASA Dream Teams. Werner von Braun und Walt Disney. Alle Elemente waren vorhanden, um einen der größten finanziellen und theologischen Betrügereien in der Geschichte der Menschheit zu schaffen. Die NASA. Zitat Ende. Kandidat Nummer 4. Werner von Braun. Nachfolgend mit der Überschrift Von Braun und die Nazi-Verbindung. Zitat, Dr. Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun war eine der führenden Persönlichkeiten in der Entwicklung der Raketentechnik. In der Schule erwarb er ein Exemplar von Die Rakete zu den Planetenräumen des Raketenpioniers Hermann Oberth. Werner von Braun entwickelte als Teenager eine Arbeitsbeziehung und einen Gedankenaustausch mit Jack Parsons, einem in Los Angeles ansässigen Raketenwissenschaftler, der in den frühen 1940er Jahren die in den USA ansässige Loge des Ordo Templi Orientis leitete. Im Jahre 1930 trat von Braun dem 1927 gegründeten Verein für Raumschifffahrt bei. Der Verein führte nicht nur seine Raketenversuche durch, sondern versuchte auch die Idee der Raumfahrt zu fördern. Zu diesem Zweck arbeitete Oberth als Berater an Fritz Langs frühem Science-Fiction-Film Frau im Mond mit. Werner von Braun war ab 1937 ein SS-Offizier der Nazis. Er war Leiter des Teams, das die deutschen V-2-Raketen entwickelte, die 1944 und 1945 London und Antwerpen bombardierten. Am Ende des Zweiten Weltkriegs versteckte von Braun die V2-Pläne in einem verlassenen Bergwerksschacht in Bad Sachsa im Harz, Deutschland. Durch die von den USA initiierte Operation Paperclip wurde von Braun 1945 in die USA gebracht, wo er zum Vater des US-Raumfahrtprogramms NASA wurde. Die Vrill-Gesellschaft war der innere Kern von Thule während des Dritten Reiches. Vrill wurde 1921 von einer Gruppe weiblicher Hellseherinnen gegründet, um die Ursprünge der arischen Rasse zu erforschen. Zitat Ende.
Und nun kommen wir schon zum letzten Kandidaten, Kandidat Nummer 5, Walt Disney. Nachfolgend heißt es, Zitat, Werner von Braun und Walt Disney waren sehr gute Freunde. Disney pushte das Space-Narrativ sehr stark durch seine Tomorrow World in den Disney-Parks, seine Cartoons und eigens erstellte Fernsehbeiträge. Er brachte den Kids auch esoterische mathematische Konzepte bei. Disney ist eine mysteriöse Person, um die sich viele Theorien ranken. Unter anderem, dass er mit Adolf Hitler verwandt sein soll oder sich kryonisch einfrieren hat lassen. Er war Mitglied der Freimaurerjugend de Molay, vermutlich auch 33 Grad Freimaurer, und er gründete den exklusiven Club 33 in seinen Disney-Parks für seine reichen Freunde. Wenn es einen Ausweg aus dem Konstrukt in eine andere Welt gibt, dann hätte er als Freimaurer, größter Futurist und Visionär seiner Zeit und seiner Nähe zur NASA mit Sicherheit davon gewusst. Dann hätte Walt Disney dort seine Epcot-Vision verwirklicht, wie manche vermuten. In dem Disney-Film Tomorrowland A World Beyond wird kurioserweise genau diese Idee offenbart. Walt Disney, Thomas Jefferson, Gustav Eiffel, Nikola Tesla und mehr waren Teil der Plus-Ultra-Geheimgesellschaft, die Maschinen bauten, mit denen man in andere Dimensionen reisen kann. Dort befand sich seine Vision eines Tomorrowland. Eine der Maschinen soll in der Tomorrowland-Attraktion von Walt Disney in der New Yorker Weltausstellung 1964 versteckt worden sein. Ich denke, in dem Film wurde etwas übertrieben, esoterische Wahrheit über Walt Disney offenbart. Zitat Ende. Die Links, ich erinnere nochmal, zu finden in der Infobox zum Prüfen. Der finale Zusammenschluss. Zitat Parsons und Hubbard verehrten Aleister Crowley und waren bekennende Satanisten. Alles zusammengenommen entsprang die NASA sicherlich nicht aus bescheidenen Anfängen. L. Ron Hubbard hat es am besten gesagt. Man wird nicht reich, indem man Science Fiction schreibt. Wenn man reich werden will, muss man eine Religion gründen. Das Schicksal ist nicht ohne Ironie. Die NASA wurde durch Science Fiction reich und für viele Menschen ist die NASA eine Religion. Also hier nochmal die Zusammenfassung von den 5 Kandidaten, die wir bereits besprochen hatten oder haben. Punkt Nummer 1, Jack Whiteside Parsons, Okkultist, Schwarzmagier, Satanist, Leiter des Ordo Templi Orientis California Agape Loge. Kandidat 2, Aleister Crowley, Freimaurer, 33. Grades, Leiter des Ordo Templi Orientis, Schwarzmagier, Satanist, die Bestie 666. Kandidat Nummer 3, L. Ron Hubbard, Mass Mind Controller, Schwarzmagier, Satanist, Gründer der Scientology-Kirche. Kandidat Nummer 4, Werner von Braun, Ex-Nazi, Direktor des deutschen V2-Raketenprogramms und im Rahmen der Operation Paperclip für die USA rekrutiert. Wahrscheinlich war er der normalste der Gruppe. Und Kandidat Nummer 5, Walt Disney, Okkultist, Massengedankenkontrolleur, Schwarzmagier, Illuminaten, Pädophiler, Freimaurer und Gründer des Ordens de Molay. Zitat Ende. In Bezug auf diese 5 Kandidaten, was wir jetzt gerade an Informationen besprochen haben, wurde hauptsächlich von dieser Quelle hier entnommen, vom Englischen ins Deutsche übersetzt, findet sich in der Infobox auch nochmal die Gründungstimeline hier auf der linken Seite. Und jetzt geht es dann nochmal explizit darum, was man unter der Freimaurerei versteht. Denn diese Freimaurerei scheint diese ganzen Kandidaten hier, Jack Parsons, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard, Werner von Braun und Walt Disney, zu verbinden. Und das schauen wir uns jetzt nachfolgend nochmal genauer an. Freimaurer, wer oder was? Definition. Zitat, die Freimaurer sind der am längsten bestehende Geheimbund, von dem die Allgemeinheit weiß, der noch existiert. Sie sind zu einem Synonym für geheimes Händeschütteln, bizarre Rituale und eine Hierarchie geworden, in der die Mitglieder durch verschiedene Stufen aufsteigen, wenn sie innerhalb der Gesellschaft Erfahrung und Respekt erlangen. Die erste Loge wurde 1717 in London gegründet und entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer kleinerer Gesellschaften, aber zu diesem Zeitpunkt kursierten die Gerüchte über die Existenz der Freimaurer bereits seit mindestens einem Jahrhundert. Die meisten modernen Geheimgesellschaften orientieren sich an den Freimaurern, indem sie Handschläge, Codewörter, private Rituale und komplexe Befehlsketten einführen. Zitat Ende. Und auch nochmal nachfolgend ein kleiner Exkurs
zum allsehenden Auge, Symbole und Zeichen, Verbindungen erkennen. Zitat: Das vielleicht früheste Auftreten des Auges in der Geschichte lässt sich bis ins alte Ägypten zurückverfolgen, wo es von den Hebräern und Ägyptern als Symbol verwendet wurde. Bei den Ägyptern war das Auge als Auge des Horus bekannt, benannt nach dem gleichnamigen Gott, der vor allem der Gott des Königtums und des Himmels war und in der altägyptischen Theologie noch viele andere wichtige Funktionen hatte. Die Ägypter glaubten, dass das Auge für königliche Macht, Schutz und gute Gesundheit steht, und es war auch ein Symbol für die Pharaonen, die glaubten, dass das Auge sie auf Erden und im Jenseits beschützen würde. In diesem Sinne war das Auge des Horus eine Art Wegweiser, mit dem man schwierige Entscheidungen treffen und den richtigen Weg wählen konnte. Für die Mächtigen konnte das Auge auch das Böse abwehren. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen dem Auge des Horus und dem Auge des Ra. Und obwohl sie zu verschiedenen Göttern gehörten, vertraten sie viele der gleichen Konzepte. Es war klar, dass das Freimaurerauge, bevor es zu einem bedeutenden Symbol der Freimaurerei wurde, in vergangenen Zeiten für andere symbolisch war. Zitat Ende. Symbole und Zeichen oder einfach ganz frei heraus. Nachfolgend zitiert vom Englischen ins Deutsche, wo es heißt: Das, was wir der Menge sagen müssen, ist, wir beten einen Gott an, aber es ist der Gott, den man ohne Aberglauben anbetet. Euch souveräne Großinspektoren sagen wir dies, damit ihr es den Brüdern des 32., 31. und 30. Grades wiederholen könnt. Die Freimaurerreligion sollte von uns allen, den Eingeweihten der hohen Grade in der Reinheit der luziferischen Lehre aufrechterhalten werden. Wenn Luzifer nicht Gott wäre, würde Adonai ihn dann beschwören? Ja, Luzifer ist Gott. Aussage von einem 33 Grad Freimaurer, General Albert Pike, und wohlgemerkt ist der 33. Grad der höchste Grad der Freimaurerei. Ja, auch hier nochmal als Quelle. Und auch hier heißt es dann auch nochmal sehr spannend, ein weiteres Zitat. Ja, Zitat: Pike war nicht der Einzige, der wusste, dass die Freimaurer und andere esoterische Gesellschaften Luzifer anbeteten. Manly P. Hall, den das Scottish Rite Journal nach seinem Tod 1990 als größten aller freimaurerischen Philosophen würdigte, enthüllte eines der dunkelsten Geheimnisse der Freimaurerei. Wenn der Freimaurer lernt, dass der Schlüssel zum Krieger auf dem Block die richtige Anwendung des Dynamos der lebendigen Kraft ist, hat er das Geheimnis seines Handwerks gelernt. Die brodelnden Energien Luzifers liegen in seinen Händen, und bevor er vorwärts und aufwärts schreiten kann, muss er seine Fähigkeit unter Beweis stellen, mit der Energie richtig umzugehen. Es sind die brodelnden Energien Luzifers, die der Mann, der der Antichrist sein wird, anstreben wird, dieser Dynamo der lebendigen Kraft. Obwohl diese Person vermutlich alles hat, was ein Mensch sich wünschen könnte, Macht, Geld und so weiter, ist es die Gier nach immer größerer Macht, die die Person dazu bringen wird, sich mit dem dunklen Herrn, dem sie dient, zu verbinden. Zitat Ende. Die Astronauten-Freimaurer-Verbindung in Bezug auf Buzz Aldrin. Nun wissen wir, wer die Strippenzieher hinter dem Projekt NASA sind. Jetzt stellt sich aber die Frage, wer spielt nun das Spiel mit und wer sind all diese Männer und Frauen, die sich als sogenannte Astronauten ausbilden lassen? Nachfolgend ein paar Bilder, die mehr als eindeutig zu erkennen geben, welchem Geheimbund jene Menschen untergeben sind bzw. waren. Mit einer der bekanntesten Namen ist Buzz Aldrin. Hier zu sehen das Freimaurerlogo, auch hier auf dem Ring, hier auf der Flagge, auch nochmal hier zu sehen oder auch hier, ja. Eine wichtige Anmerkung auch nochmal an dieser Stelle: Kompass und Zirkel ist das Erkennungsmerkmal der Freimaurer. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um einen Geheimbund, der einem Gott dient, der laut der Heiligen Schrift der Christenheit als der Satan bzw. Teufel bezeichnet wird. Hier zum Anschluss noch mehr Infos.
Zeichen und Symbole stehen bei jenen Menschen an der Rangordnung, um die Wahrheit vor der breiten Masse zu verstecken. Und nicht nur Buzz Aldrin, sondern viele andere, die sich der Lüge anschlossen. Hier unten heißt es dann, Zitat, Freimaurer im Weltraum. Bestätigte Freimaurer sind John Glenn, Gordo Cooper, Edgar Mitchell, Buzz Aldrin, Don Isel, Gus Grissom, James Irwin, Walter Schirrer, Thomas Stafford, Paul Weitz. Dies sind nur die Astronauten, die eindeutig als Freimaurer identifiziert wurden. Dies schließt natürlich nicht die Freimaurer ein, die für die NASA oder hinter den Kulissen der NASA tätig sind, was sehr wichtig ist. Zitat Ende. Ja, also die Vielzahl ist auch hier nochmal abgebildet mit ihren Logen. Und hier ist es dann auch nochmal bestätigend. Zitat, John Glenn ist Mitglied der Concorde Loge Nummer 688 in Ohio und Gus Grissom war Mitglied der Mitchell Loge Nummer 288 in Indiana. In der Tat waren viele der frühen amerikanischen Astronauten Freimaurer, darunter Buzz Aldrin, Gordon Cooper, Don Isel, Fred Heise, Edgar Mitchell, Wally Schirrer, Thomas Stafford, James Webb und Paul Weitz. Zitat Ende. Ja, und auch hier ein sehr interessanter Videoclip, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich spiele ihn mal eben ab. You felt that none of you were compensated adequately for what it was that you did for the country. Government transportation, government meals, government quarters. So my travel reimbursement was $33. My travel voucher for going to the moon and back, I got paid $33. Yeah. Was war noch gleich der höchste Grad der Freimaurerei? Der 33. Grad. Also $33 oder 33 Grad. Wortspiele sind keine Seltenheit, um die blinden Massen zu verhöhnen. Außer spannend, die neue Netflix-Serie Fallout spricht auch von einem Vault. Vault auf Deutsch heißt Gewölbe. Mit der Nummer 33. Wird hier womöglich der geistliche Ausbruch angedeutet? Die Zahl 33 wurde sicher nicht zufällig gewählt. Aber das ist nur meine Meinung. Auch hier oben links ein sehr interessanter Auszug vom Englischen ins Deutsche übersetzt, heißt es, Zitat, 22. Januar 1967. Gus Grissom gab eine nicht genehmigte Pressekonferenz, in der er Reportern mitteilte, dass die USA mindestens ein Jahrzehnt davon entfernt seien, eine Mondmission auch nur in Erwägung zu ziehen. Für dieses unerlaubte Interview wurde er heftig getadelt. Nach dieser Rüge hängte Gus Grissom eine Zitrone an einem Kleiderbügel vor ein NASA-Emblem, um den anwesenden Kameras zu zeigen, was er und seine Mitstreiter Roger Chaffee und Edward White vom Apollo-Programm hielten. 5 Tage später, am 27. Januar 1967, kamen Gus Grissom, Ed White und Roger Chaffee auf der Startrampe ums Leben, als ihr Kommandomodul während der Tests für die erste Apollo-Saturn-Mission von einer Stichflamme verschlungen wurde. Zitat Ende. Zufall? Bildet euch eure eigene Meinung. Auch unten drunter nochmal eine sehr spannende Aussage von Werner von Braun, wo es heißt, übersetzt vom Englischen ins Deutsche, Zitat, der NASA-Wissenschaftler Werner von Braun erklärte die Raumfahrt für unmöglich. Er schrieb, man bräuchte 3 Raketen von der Größe des Empire State Building, um genug Treibstoff für die Fahrt zum Mond zu haben. Nothing ever goes to space. Ja. Und genau diese Aussagen von Werner von Braun werden auch nochmal von dem Interviewer hier in diesem kurzen Ausschnitt wiederholt. Interviewt wurde hier Eugene Cernan von Apollo 10 und 17. Hinweis an dieser Stelle, die Autoübersetzung Englisch auf Deutsch kann kleinere Fehler beim Übersetzen enthalten. I guess you knew von Braun, right? Oh yeah, yeah. They found a publication of his that he did prior to the goal being set to go to the moon. And in it, he says, it is commonly believed that man will fly directly from the Earth to the moon. But to do this, we would require a vehicle of such gigantic proportions that it would prove an economic impossibility. Calculations have been carefully worked out on the type of vehicle we would need for the nonstop flight from the Earth to the moon and to return. The figures speak for themselves. 3 rockets would be necessary. Each rocket ship
would be taller than the Empire State Building, 1,250 feet, and weigh about 10 times the tonnage of the Queen Mary, or some 800,000 tons. Now, the Saturn V rocket weighed 2,500 tons. Now, that's a difference of 32,000%. How do you explain that that change was made within a three-year period? Symbole und Zeichen. Mit der Überschrift Ein Auge-Symbolik. Zitat, die One-Eye- oder auch Hidden-Eye-Symbolik wird sowohl als Geste als auch als Symbol benutzt. Wie die 666-Geste kommt diese alleine oder in Kombination mit anderen Symbolen des Kults vor. Das Zeigen oder Hervorheben eines Auges steht für das allsehende Auge oder auch das Auge Gottes bzw. da der Kult ja alles invertiert, das Auge Luzifers, welcher in ihren Augen der wahre, gute Gott ist. Das Auge wacht über die Menschheit und wird häufig mit Strahlen des Lichts und oder in einem Dreieck dargestellt. Bekannt ist dieses Symbol durch die Freimaurer, welche es auch auf der Rückseite der 1-Dollar-Note abgebildet haben. Dieses Symbol ist neben dem Winkel und Zirkel das bekannteste Freimaurersymbol und in jeder Loge zu finden. Für die Freimaurer steht das Auge für ihre verallgemeinerte Ansicht von Gott namens den großen Architekten des Universums und das von ihm ausstrahlende Licht steht für die unendliche Quest nach Erleuchtung. Der Kult, der neben der Freimaurerei auch alle anderen Geheimgesellschaften infiltriert hat, sieht darin das leuchtende Auge des Lichtbringers Luzifer. Die Symbolik des einen Auges kommt fast am häufigsten in der Popkultur vor, oft in Kombination mit anderen. So wird zum Beispiel mit zwei Händen ein Dreieck geformt, wo mit dem Auge durchgeschaut wird, oder die 666-Handgeste wird über das Auge gelegt, wodurch in der Freimaurerei das allsehende Auge des Architekten und die Finger das abstrahlende Licht darstellt. Manchmal wird auch einfach nur ein Auge mit einer Hand oder einem anderen Gegenstand überdeckt, sodass nur noch ein Auge zu sehen ist. Das nennt man dann die Hidden Eye-Symbolik. Ja? Also die versteckte Augensymbolik. In Filmen, Cartoons und Musikvideos kommt auch einfach so das Dreieck mit einem Auge drin oder nur ein Auge in unterschiedlichen Variationen vor. Diese Dinge sind dort meistens nicht zufällig, sondern werden dort präzise von Set-Designern, Set-Direktoren, Zeichnern und Regisseuren oft zusammen mit anderen okkulten Symbolen oder Kontextrahmen platziert. Vor allem, wenn mehrere okkulte Symbolismen von derselben Person öfters kombiniert werden, ist das ein eindeutiger Hinweis, dass diese Symbole in dem okkulten Kontext dargestellt werden sollen und so auch verstanden werden sollen und nicht einfach irgendwelche Zufallsaufnahmen sind. Sie dienen wie die anderen Symbole als Hinweis an den Kult, wer der Agenda dienlich ist und unter Kontrolle steht. Zitat Ende. Auch nochmal eine sehr spannende Zusatzinfo. Zitat, Albert Mackey schreibt, dass das allsehende Auge ein wichtiges Symbol des höchsten Wesens ist, das die Freimaurer von den Völkern des Altertums übernommen haben. Das allsehende Auge ist ein Symbol für den wachsamen Blick Gottes. Es erinnert uns daran, dass jeder Gedanke und jede Handlung vom großen Baumeister des Universums aufgezeichnet werden muss und dass wir an unsere Verpflichtungen im Geiste wie im Blut gebunden sind. Zitat Ende von James E. Frey, 32 Grad Mitternachtsfreimaurer. Ja, und nachfolgend haben wir auch noch die freimaurerischen Handsymbole nochmal auf der linken Seite abgebildet. And I keep searching. You know, all the Masonic signs, the, you know, Baal or Luciferian worship from the astronaut, all the hidden message about the Isis concept, you know, like the Newton, Isaac Newton and all that, you know, craps out there. But the Masonic guys, something that I, you know, find a little strange. Die Astronauten-Freimaurer-Verbindung. Zitat, das Apollo-Programm war voll von Freimaurern. Sie waren stolz darauf, daran beteiligt zu sein und scheuten sich nicht, dies auch zu verkünden. In der Novemberausgabe 1969, das New Age Magazine, findet sich ein ausführlicher Artikel von Kenneth S. Kleinknecht, 33 Grad Freimaurer, dem Leiter der Kommando- und Service-Module des Apollo-Programms, stellvertretender Leiter des Gemini-Programms und Leiter des Mercury-Projekts. Auf Seite 13 lesen wir,
Beachten Sie, dass viele der Astronauten selbst Freimaurer sind. Edwin E. Aldrin, L. Gordon Cooper, John F. Eisel, Walter M. Schirrer, Thomas P. Stafford, Edgar D. Mitchell und Paul J. Weitz. Vor seinem tragischen Tod bei einem Brand auf Cape Kennedy am 27. Januar 1967 war Virgil One, Gus Grissom, ebenfalls Freimaurer. Der Astronaut Gordon Cooper trug bei seinem epochalen Gemini-Raumflug im August 1965 ein offizielles Juwel des 33. Grades und eine Fahne des schottischen Ritus bei sich. Durch die Mondtafel, die freimaurerischen Fahnen und Flaggen und die freimaurerischen Astronauten selbst ist die Freimaurerei bereits im Weltraumzeitalter angekommen. Kann man an der Freimaurerei und ihrer spirituellen Relevanz für die Neuzeit zweifeln, wenn selbst ihre materiellen Repräsentanten heute historische Vorstöße in die unendlichen Weiten des Weltraums unternommen haben? Damals scheute sich die Freimaurerei auch nicht, zuzugeben, dass das Handwerk im Wesentlichen ein spirituelles Unterfangen ist. Bevor Kleinknecht einige Biografien über die freimaurerischen Astronauten sowie über den Freimaurer James Edwin Webb, den NASA-Administrator von 1961 bis 68, verfasst, schreibt er diese Worte: Die Mission der Freimaurerei war schon immer die der Erlösung, aber bis jetzt war ihr Arbeitsfeld der Einzelne und die Heranführung des Einzelnen an das Licht. Die Freimaurerei kann nicht mehr in diesen Begriffen denken. Alle Menschen überall müssen unsere Botschaft hören oder alle Menschen überall werden untergehen. Kenneth S. Kleinknecht war bzw. ist übrigens der Bruder von C. Fred Kleinknecht, 33 Grad souveräner Großkomtur, oberster Rat 33 Grad, südliche Jurisdiktion USA, Washington. Nun, ja, wir waren in der Tat stolz auf die freimaurerischen Verbindungen mit dem Raumfahrtprogramm. So sehr, dass die Verschwörungstheoretiker auch zu irritieren scheint. Wir können genauso gut die andere Katze aus dem Sack lassen. Während er auf dem Mond war, beanspruchte Bruder Aldrin unseren Mondnachbarn für die freimaurerische Jurisdiktion der Großloge von Texas. Aldrin war Mitglied der Clear Lake Loge 1417 in Texas, als er die Oberfläche des Mondes betrat. Er überbrachte eine besondere Deputation des Großmeisters, um den Mond für das Gebiet der Großloge von Texas zu beanspruchen. Im Gefolge von Aldrins freimaurerischer Weltraummission gründete die Großloge von Texas die Tranquility Lodge Nummer 2000, benannt nach Tranquility Base, dem Landeplatz von Apollo 11. Auf der Website der Loge heißt es: Am 20. Juli 1969 landeten zwei amerikanische Astronauten auf dem Mond des Planeten Erde in einem Gebiet, das als Mare Tranquillitatis oder Meer der Ruhe bekannt ist. Einer dieser mutigen Männer war Bruder Edwin Eugene Buzz Aldrin, ein Mitglied der Clear Lake Loge Nummer 1417 Seabrook, Texas. Bruder Aldrin trug eine spezielle Deputation des damaligen Großmeisters J. Guy Smith bei sich, mit der Bruder Aldrin als besonderer Stellvertreter des Großmeisters konstituiert und ernannt wurde und die ihm die volle Befugnis verlieh, den Großmeister als solchen zu vertreten und ihn zu ermächtigen, die freimaurerische Territorialgerichtsbarkeit für die Most Worshipful Grand Loge of Texas, Ancient Free and Accepted Masons auf dem Mond zu beanspruchen und ihn anwies, ordnungsgemäß über seine Handlungen Bericht zu erstatten. Bruder Aldrin bestätigte, dass die Special Deputation am 20. Juli 1969 von ihm zum Mond getragen wurde. Tranquility Lodge 2000 wurde von der Großloge von Texas mit dem Ziel gegründet, die Grundsätze der Freimaurerei zu fördern, zu ermutigen, zu leiten und zu pflegen, um bei der Förderung der Gesundheit, des Wohlergehens, der Bildung und des Patriotismus von Kindern weltweit zu helfen. Die Großloge von Texas ist die erste Großloge, deren Mitglied Bruder Buzz Aldrin 1969 den Mond betrat. Aufgrund dieses Ereignisses hat die Großloge von Texas die Tranquility Lodge 2000 gegründet, um freimaurerischen Organisationen und anderen würdigen Organisationen, die dazu beitragen, das Leben für alle Menschen auf der Erde zu verbessern, brüderliche Unterstützung zu gewähren. Die Tranquility Lodge 2000 hat ihren Sitz in Texas und steht unter der Schirmherrschaft der Großloge von Texas, bis die Loge ihre Sitzungen auf dem Mond abhalten kann. Unsere Treffen finden vierteljährlich in verschiedenen Städten in Texas statt, wobei das Jahrestreffen jedes Jahr im Juli in Waco abgehalten wird.
Also auf die drei mutigsten Männer des Universums, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, und den größten Moment in der Geschichte der Menschheit. Er wird zu meinen Lebzeiten nie wieder erreicht werden, nicht weil die Menschen nicht mehr in der Lage sind, solche Dinge zu erreichen, sondern weil die Gesellschaft die Vision verloren hat, es zu versuchen. Die aufregendste menschliche Leistung, die wir heutzutage aufzubringen scheinen, ist die Zusicherung von Richard Branson, dass sein Weltraumtourismusprogramm Virgin Galactic kohlenstoffneutral sein wird. Zitat Ende. Die Quellen zum Prüfen in der Infobox. Nachfolgend mit der Überschrift »Ein seltsames Ritual und eine geheime Zeremonie« heißt es, Zitat, »Es stimmt, eine kleine Nachbildung der US-Flagge wurde pflichtbewusst von der Eagle-Landeeinheit heruntergeholt und für alle sichtbar aufgestellt. Doch dann fand in der Tranquility Base auf dem Mond ein seltsames Ritual ganz anderer Art statt. Es wurde nicht über das Fernsehen auf die Erde übertragen, denn dieses Ritual wurde zuvor sorgfältig als geheime Zeremonie vorbereitet, die nur für die Augen der Adepten der Illuminaten und ihrer Freimaurerbruderschaft sichtbar sein sollte. Der Astronaut Neil Armstrong zog vorsichtig seine freimaurerische Schürze aus und hielt sie für die Kameras über seinen Raumanzug, als ob er damit seinen Genitalbereich abdecken wollte, das Kraftzentrum oder den Dynamo der luziferischen Energie im freimaurerischen Ritual. Heute hängt ein Foto von Armstrong mit seiner okkulten Schürze an einer Wand im House of the Temple, dem Heiligtum des schottischen Ritus in Washington, D.C. Als nächstes pflanzte Bruder Edwin Buzz Aldrin, damals ein Eingeweihter des 32. Grades der Freimaurerei, auf der Mondoberfläche die echte Fahne ein, die für die Erde bestimmt war, die Fahne, die die Apollo 11 in ihrem Stauraum mit sich führte, die Fahne mit dem Emblem des schottischen Ritus für tiefe und geheimnisvolle Spiritualität, dem doppelköpfigen Adler. Zitat Ende. Und weiter mit der Überschrift Nazis, Magie und Hexerei heißt es weiter, Zitat, die frühesten Anfänge des US-Raumfahrtprogramms gehen auf das geheime OSS-CIA-Projekt Operation Paperclip zurück, bei dem Nazi-Raketenwissenschaftler wie Werner von Braun aus dem kriegsgebeutelten Deutschland nach Amerika gebracht und mit der Entwicklung von Raumfahrzeugen betraut wurden. Die Freimaurer wurden dann mit der Leitung der neu geschaffenen Raumfahrtbehörde betraut und Magie und Hexerei wurden integriert und mit den neuesten Fortschritten in der Technologie vermählt. Und auch nachfolgend nochmal ein Bild der Besatzung von Apollo 13. Von links nach rechts die Astronauten James Lovell, Thomas Mattingly und Fred Hayes. Im Vordergrund links ist ein Oktant zu sehen, ein Navigationsinstrument, das einem freimaurerischen Kompass ähnelt und im Jahr 1790 an Bord eines Schiffes verwendet wurde. In der Mitte ist das Emblem von Apollo 13 zu sehen, das den Sonnengott darstellt, der den Menschen das Licht bringt. Und rechts ist ein hinduistisches Astrolabium in Sanskrit zu sehen, das in der Antike zur Vorhersage der Position von Himmelskörpern verwendet wurde. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, praktisch alles, was die NASA tut, ist von Magie und Alchemie durchdrungen. Darüber hinaus ist der wahre Zweck der NASA in einer anderen Matrix enthalten, die vor der breiten Öffentlichkeit verborgen ist. Dieser Prozess beinhaltet die Erschaffung von ritueller Magie, die es der Illuminaten-Elite ermöglicht, Macht zu erlangen und anzuhäufen, während die vom Verstand kontrollierten und manipulierten Massen in immer größere Zustände veränderten Bewusstseins versetzt werden. Wie der Okkultist Antero Ali in seinem Buch All Rites Reversed, was so viel bedeutet wie alle Riten umgedreht, bemerkt, die geheimnisvollsten und faszinierendsten Bereiche der rituellen Arbeit betreffen die Auslösemechanismen, die veränderte Bewusstseinszustände erzeugen. Man wird auch an die Aussage von Professor John Wu von der Auburn University erinnert. Dort heißt es, die geheimnisvollsten und faszinierendsten Bereiche der rituellen Arbeit betreffen die Auslösemechanismen, die veränderte Bewusstseinszustände erzeugen. Okay? Man wird auch an die Aussage von Professor John Wu von der Auburn University erinnert. Dort heißt es, die Wahrheit ist zu wissen, dass alles eine Illusion ist. Zitat Ende. Nichts ist verborgen, wenn man anfängt zu prüfen. Zitat,
Auch die Freimaurer wissen vom großen Geheimnis. Die wahre Kosmologie der Kuppel versteckt sich in ihrer Symbolik. Sonne und Mond sind unter der Kuppel, an dessen Spitze sich das Auge Gottes befindet. Es gibt die vier Säulen der Erde. Zitat Ende. Ja? Säule 1, 2, 3, 4, Sonne, Mond und hier auch nochmal das Auge Gottes. Ja? Auf der rechten Seite seht ihr dann auch nochmal vom 33 Grad Freimaurer Albert Pike, den wir auf den vorherigen Folien schon besprochen haben, sehr interessante Aussagen. Ja, hier vom Englischen ins Deutsche übersetzt, hier auch nochmal aus dem Buch direkt. Hello everybody, I'm going to aim as far as Earth and with heaven. Nachfolgend. And it clearly says, this square is an instrument adapted for plane surfaces only and therefore appropriate to geometry or measurement of the Earth, which appears to be and was by the ancients supposed to be a plane. Ja, bis hierhin, auch nochmal übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Zitat, das Winkelmaß ist ein Instrument, das nur für ebene Flächen geeignet ist und daher für die Geometrie oder die Messung der Erde, die eine Ebene zu sein scheint und von der die alten Annahmen, dass sie eine Ebene ist, geeignet ist. Der Kompass ist ein Instrument, das sich auf Sphären und sphärischen Oberflächen bezieht und für die sphärische Trigonometrie oder den Zweig der Mathematik geeignet ist, der sich mit dem Himmel und den Bahnen der planetarischen Körper beschäftigt. Das Winkelmaß ist daher ein natürliches und angemessenes Symbol für diese Erde und die Dinge, die zu ihr gehören, von ihr sind oder sie betreffen. Der Zirkel ist ein ebenso natürliches und angemessenes Symbol für den Himmel und für alle himmlischen Dinge und himmlischen Wesensheiten. Ja? Ganz wichtig, Winkelmaß und Zirkel. Winkelmaß und Zirkel. Das Hauptsymbol oder Merkmal der Freimaurerei. Der Link zum Buch findet sich außerdem auch wieder in der Infobox zum Prüfen. Teil 2. Entlarve die Lüge und erkenne die Wahrheit. Nachfolgend stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wie konnte man dann die ganzen Weltraumexpeditionen faken? Man hat doch ganz genau im TV sehen können, dass jene Menschen sich nicht mehr auf der Erde aufgehalten haben. Oder? Nun, die Technologie war damals schon gut, aber heutzutage unwahrscheinlich präzise und glaubwürdig. Trotzdem ist sie nicht perfekt und solche Momente sollten genutzt werden, um die Lüge zu entlarven. Es braucht wirklich nicht viel, um den Menschen zu täuschen. Kauf dir einen Green- bzw. Bluescreen, such dir deinen Lieblingshintergrund und dein Lieblingsoutfit aus und versetze dich dorthin, wo du gerade möchtest. Ja, ein Bild bzw. ein Video sagt mehr als 1000 Worte. Ich möchte auch hier nochmal anmerken, dass nachfolgend sehr viel Bild- und Videomaterial auf euch zukommt und dass ich bei dem ein oder anderen Video den Sound muten werde, einfach aus dem Grund wegen den Copyright-Rechten bei bestimmten Tonträgern und so weiter. 你准备好了吗? 准备好了, 搞快一点, 这样很高, 哎。 啊, 啊, 开始。 老铁们, 你们总说我拍段子不够拼。 我今天就凭一次给你们看。啊啊！一会儿，你怎么搞到你？哎。
Ja, und auch hierzu auch nochmal eine kurze Begriffserklärung. Was versteht man unter CGI, also Computer Generated Imagery? Wikipedia sagt, Computer Generated Imagery ist der englische Fachausdruck für mittels 3D-Computergrafik erzeugte Bilder im Bereich der Filmproduktion, der Computersimulation und visueller Effekte. Der Begriff bezeichnet Computeranimation in der Filmkunst im Gegensatz zu Computeranimation zum Beispiel in Computerspielen. Ja, also genau eigentlich das, was wir hier gerade gesehen haben. Live CGI Fails Teil 1. Auch von diesen Einspielern habe ich den Ton gemutet, also ausgemacht. Aber ich denke, Bilder sagen auch mehr als Worte. Wir schauen uns den ersten Einspieler an. Dieser Astronaut hier hält das Mikrofon in der Hand. Und was sehen wir? Warte mal eben, die Hand geht durch das Kabel hindurch. Also logischerweise sollte das Kabel eine Hinzufügung sein, transparent sein, also es ist nicht echt. Entweder die Hand oder das Kabel, je nachdem. Ja. Sehr spannend. Und das ist natürlich auch kein Einzelfall. Ähnliches haben wir hier in diesem Videoclip. Hier sollte der Fokus auf der Kamera sein. Ja, also wenn er da so durchkommt mit der Kamera, wurde da noch ein bisschen was am Kontrast gemacht. Und hier sehen wir, dass die Kamera hier abgehackt ist. Ja, hier das Objektiv. Und das wird jetzt auch auf einmal durchsichtig, transparent. Hier nochmal schön zu sehen ist. Also ähnlich wie bei Beispiel 1. Und hier, ich denke, das ist auch nochmal selbsterklärend. Sie sind im Weltraum, wo ja eigentlich Schwerelosigkeit herrschen sollte. Und wieso fällt der Ball runter? Wieso schwebt er nicht? Der Globus? Ja, ich denke, die Astronauten merken selber, dass da was nicht gerade gut gelaufen ist, um es mal milde auszudrücken. Live CGI Fails Teil 2. Es geht weiter mit dem nächsten Einspieler. Hier geht es darum, Käfer im Weltall oder in einem Studio. Ja, hier sehen wir einen Käfer durch das Bild fliegen. Ist auch kein Einzelfall. Hier auch. Hier auch. Mal rangezoomt. Hier auch nochmal zu sehen. Ja, hier auch. Schlägt sogar danach. Sehr interessant. Schauen wir uns doch gleich nochmal den nächsten Clip ein, nächsten Einspieler ein. Auch hier im Hintergrund ein Bluescreen. Zu sehen und hier auch noch mal dieselbe Person dann auf einmal in einer Raumstation. Hier noch Bluescreen. Und dann quasi in dieser Raumstation. Bluescreen, Raumstation. Ja, und das ist nichts Neues, wie man hier dann auch wieder sehen kann, alles CGI, alles Bluescreen, Greenscreen, je nachdem.
Auch hier nochmal sehr interessant. Müsste ein längerer Einspieler sein. 2 Minuten, lass mal auch mal durchlaufen. Und dann haben wir noch den Einspieler Nummer 4. Und weitere Fakes sind dann auch nochmal in der Infobox hinterlegt zum selbstständigen Prüfen. Ja, den hatten wir ja schon hier. Ja, sieht auch nochmal ein bisschen etwas merkwürdiger aus. Auch nochmal sehr spannend, was hier auf einmal oben an der Wand hängt. Was von jetzt auf gleich erscheint, was zuvor nicht da war, was einfach quasi computergeneriert hinzugefügt wurde. Ja, auch sehr spannend. Hier auch wieder Datenübertragungsfehler anscheinend. Ähnlich hier. Auch hier sollten die Füße wieder transparent sein. Ja. Durchsichtig. Ja, und viele weitere Sachen, ne? Also wie gesagt, falls euch das nochmal interessieren sollte, dann
prüft auf jeden Fall auch nochmal den YouTube-Link in der Infobox. Live CGI-Fails Teil 3, Tiere im Weltraum. Hier auch wieder drei Einspieler. Gerade eben hatten wir es ja schon mit Insekten, aber hier nochmal weitere Videos dazu. Eine Fliege im Weltraum, hier auch nochmal zu sehen. Oder hier. Das gleiche hier. Da sieht man ein menschliches Gesicht oder einen Menschen durch das Bild laufen. Ganz unauffällig natürlich. Und auch hier unten eine Maus oder eine Ratte, die über die Rakete hier läuft. Da bei dem Triebwerk, was man hier sehen kann. Da wird aber nochmal rangezoomt. Hier zu sehen. Ja, und hier nochmal. Und nochmal. Alles nur Show? Die Welt ist eine Bühne. Ja, auch nachfolgend Bild- und Videomaterial, welches sehr interessant ist. Gehen wir zuerst auf das rechte Bild hier ein, wo es heißt Truth in Plain Sight. Why in the world would they get a Hollywood star if they were not acting? Was so viel bedeutet wie, warum zur Welt würden sie einen Hollywood-Stern bekommen, wenn sie keine Schauspieler sind? Ja, um wen geht es? Um die Apollo 11-Landung. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, also Buzz Aldrin und Michael Collins. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann bekommt man denn überhaupt diesen Hollywood-Stern? Am Walk of Fame. Hier aus Wikipedia, Zitat, die offiziellen Auswahlkriterien umfassen drei Punkte. Berufliche Errungenschaften in der jeweiligen Sternkategorie, mindestens fünfjährige dauerhafte Präsenz im Showbusiness. Ja, auch nochmal nachzulesen auf der Wikipedia-Seite beziehungsweise in der Infobox. Zum selbstständigen Prüfen. Auch die Serie Family Guy verrät einiges. Auch nochmal sehr interessanter Ausschnitt. Hier sehen wir schon mal eine Kamera. Wir sehen im Hintergrund wahrscheinlich die Mondlandung, zumindest wie sie da gefilmt wird. Wir sehen Neil Armstrong mit der amerikanischen Flagge. Na, die spielt's mal eben ab. Okay, cut. Wow, Neil Armstrong. Hey, wait a minute. You're supposed to be on the moon. I just saw it on TV. Oh, there's a tape delay and with all solar winds. Ja, also auch nochmal sehr, sehr interessant. Ja, also er kommt raus. Es wird Schnitt gesagt. Da kommt ein Mensch auf ihn zu, sagt zu ihm, hey, ich hab dich doch im Fernsehen gesehen. Du solltest doch eigentlich auf dem Mond sein. Und Neil Armstrong versucht sich da irgendwie in dieser Szene herauszureden, kann sich nicht herausreden, überwältigt diesen Menschen, der zu viel weiß, und packt ihn in den Kofferraum. Auch sehr spannend das Lied von den Red Hot Chili Peppers, Californication. Da wird Ähnliches berichtet. Ich spiel's mal eben ab. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Dort heißt es an dieser Stelle, der Weltraum mag die letzte Grenze sein, aber er befindet sich in einem Keller in Hollywood. Ja, also auch nochmal sehr, sehr interessant. Ja, und auch nachfolgend sehr interessante Informationen von einem Robert Simmons hier zu sehen und hier zu sehen, ein NASA-Grafikdesigner. Hier auch nochmal ein wichtiges Zitat, wo es heißt, wir haben die flache Karte um eine Kugel gewickelt. Ja, also hier nochmal zu sehen. Mein Part bestand darin, die Oberfläche, die Wolken und die Ozeane so zu integrieren, dass sie den Erwartungen der Menschen entsprechen, wie die Erde aus dem Weltraum aussieht. Diese Kugel wurde die berühmte blaue Murmel, auch hier zu sehen. Ja, über die Jahre hin hat sich dieses, ja,
Kugelsystem oder diese Kugelerde, die dann auch per CGI erstellt worden ist, drastisch verändert. Ja, von 72 bis 2015. Dort heißt es dann auch nochmal, Zitat, alle Bilder sind offizielle NASA-Bilder der Erde, wie sie von den wichtigsten Medien- und Nachrichtenagenturen der Welt veröffentlicht wurden. Fragen, wie groß ist Amerika? Welche Farbe haben die Ozeane und das Land? Warum gibt es nie echte Bilder von der sich drehenden Erde, sondern nur Standbilder? Warum sind die Bilder so unterschiedlich? Ja, wie wir hier sehen können. Sehr, sehr interessant. Auch hier 4 verschiedene Raumfahrtorganisationen, 4 verschiedene Welten. Russland, Vereinigte Staaten, Japan und Europa. Nicht einheitlich. Ja, auch hier nochmal die Aussage selber von diesem Robert Simon, dass er mit Photoshop arbeitet. Between each slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's has to be. Then there was another layer to sort of simulate the atmosphere. Ja, er sagt, es ist Photoshop und es muss auch Photoshop sein. Ja. Sehr interessant. Ja, und wenn wir schon bei Photoshop sind, haben wir hier auch nochmal was Interessantes. Ja, also hier nochmal übersetzt. Der Computer zeigt, dass die Erde in das Foto eingefügt wurde. Ja. Die allmähliche Entfernung von Schwarztönen zeigte, dass das Schwarz um die Erde nicht mit dem Schwarz des Host-Fotos übereinstimmte und ein helleres Rechteck enthüllte, wie wir hier sehen können. Also wurde anscheinend eingefügt. Copy, paste. Die Unterwasserstation der NASA. Schwerelos mal anders. Auch nachfolgend wieder Bild- und Videomaterial. Ich habe auch hier wieder den Ton gemutet, also auf lautlos gestellt. Ich werde die Videos jetzt reihum abspielen. Und zitieren, wo es heißt, Betrug mit der Internationalen Raumstation. Die Internationale Raumstation ist, wie alles andere, was uns die NASA vorsetzt, ein freimaurerischer Schwindel, eine komplette Fälschung, die mit Spezialeffekten, Modellen, Pools, Zero-G-Flugzeugen und verschiedenen Kameratricks gemacht wurde. Die Fülle von YouTube-Filmen, die Unterwasserblasen, Taucher, Greenscreens und offenkundige freimaurerische Handgesten zeigen, ist kaum zu übersehen. Ein weiteres Indiz ist die Konstruktion der ISS, die mehr an einen Hamsterhügel als an ein Weltraumlabor erinnert. Allein die Tatsache, dass es keine Luftschleusen zwischen den Modulen gibt, wirkt lächerlich. Zufälligerweise sind die Module lang gestreckt, sodass sie leicht in einem Flugzeug vom Typ Boeing 737 mit 0G simuliert werden können. Zitat Ende. Und auch an dieser Stelle findet sich der Link zum Prüfen in der Infobox. Und auch nachfolgend nochmal interessantes Bildmaterial, worüber man nachsinnen kann. Vor allem auch dieser Auszug von RT Question More, sehr interessant, übersetzt vom Englischen ins Deutsche, wo es heißt, Zitat, in der jüngsten Umfrage mit dem Titel Wissenschaft und Gesellschaft, Autorität und Vertrauen, schrieben Experten des staatlichen russischen Meinungsforschungszentrums VTSIOM, dass 57% der Russen derzeit der Meinung sind, dass die Behauptungen der USA über erfolgreiche bemannte Mondmissionen Lügen sind und dass die dokumentierten Beweise für diese Missionen gefälscht wurden. Nur 24% der Befragten gaben an, dass sie an die Echtheit der bemannten Mondmissionen glauben. Die Forscher gaben auch an, dass 65% derjenigen, die glauben, dass die US-Behörden in Bezug auf die Mondlandungen lügen, eine höhere Schulbildung haben. Die Russen sind jedoch nicht nur gegenüber den NASA-Mondmissionen misstrauisch. 59% der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass Wissenschaftler dem einfachen Volk die Wahrheit vorenthalten. Selbst unter Russen mit höherer Bildung war der Anteil mit 45% extrem hoch. Zitat Ende. Das Illuminati-Kartenspiel. Wahrheiten, die versteckt kommuniziert werden? Ja,
Auf der linken Seite seht ihr das Display von diesem Kartenspiel Steve Jackson Games. Ich habe hier auch nochmal von der Wikipedia-Seite vom Englischen ins Deutsche übersetzt, wo es heißt, Zitat, Illuminati ist ein Kartenspiel von Steve Jackson Games, inspiriert von dem Buch The Illuminatus aus dem Jahre 1975. Trilogie von Robert Anton Wilson und Robert Shear. Das Spiel hat ominöse Geheimgesellschaften, die miteinander konkurrieren, um die Welt mit verschiedenen Mitteln zu kontrollieren und so weiter. Ja, und da möchte ich euch nachfolgend ein paar Karten von diesem Kartenspiel zeigen. Hier haben wir zwei abgebildet, einmal die Karte Flat Earthers und einmal die Karte NASA mit einem sehr spannenden Hintergrund. Ja, also auch der Hinweis auf die inszenierte Mondlandung. Ja, also übersetzt hier mal vom Englischen ins Deutsche. Bei der Karte Flat Earthers heißt es, Zitat, die Leute lachen, aber die Flat Earthers wissen etwas. Für ihre Aktion darfst du zwei Würfel werfen. Wenn dein Wurf gleich oder kleiner ist als die Anzahl der Orte, die du kontrollierst, hat die seltsame alternative Geologie der Flacherdler sie zu einem Goldfund geführt und du darfst so viele Plotkarten ziehen, wie du gewürfelt hast. Zitat Ende. Sehr interessant. Die NASA-Karte ist eher uninteressant meines Erachtens, aber ich lese trotzdem mal vor. Zitat, gewährt +4 auf jeden Versuch, eine Weltraumgruppe zu kontrollieren. Die NASA kann ihre Aktionsplättchen an eine beliebige andere Gruppe abgeben, die du kontrollierst, solange diese Gruppe noch kein Plättchen hat. Sie kann dies jederzeit tun, außer während eines Angriffs. Zitat, Ende. Und noch nachfolgend viele andere Karten, die sich tatsächlich schon in irgendeiner Weise bewahrheitet haben. Ja, auch nochmal zum selbstständigen Prüfen. Auch hier nochmal sehr interessant. Ja, wir haben hier zum Beispiel auch 9/11 als Karte abgebildet. Ja, ich möchte daran erinnern, das Kartenspiel ist von 1975. Hier auch das Pentagon. Und auch hier sehr interessant, ja. Die Epidemic-Karte, Bezug auf die C-Virus-Pandemie, auch Donald Trump abgebildet. Ja, bildet euch eure eigene Meinung. Wahrheit versteckt in der Lüge, Wortspielereien und mehr. NASA/Satan. Auch wieder nachfolgend Bild- und Videomaterial. Ich möchte hier mal dieses kurze Video abspielen. T-minus 17 seconds. 15. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Ja, also hier soll es eigentlich um den Raketenstart gehen. Hier auch nochmal die Begriffserklärung zu diesen NASA minus the T, also T minus, was eben vor dem Raketenstart angezählt wird. Der Begriff T minus wird im Allgemeinen bei Countdowns für Weltraumstarts verwendet. Bei einem NASA-Countdown für einen Raketenstart bedeutet T minus, also T minus übersetzt Zeit minus. Das T steht für die genaue Zeit, zu der die Rakete gestartet werden soll. Zitat Ende. Auch nochmal hier die Informationsquelle. Oder könnte es doch ein versteckter Hinweis sein, welchem Herrn jene Menschen dienen? Ja, der Teufel steckt ja oftmals im Detail. NASA ohne T. Hätten wir das T mit NASA noch drinnen, dann könnten wir uns aus dem Buchstaben Satan bilden. Ähnliches Beispiel natürlich auch mit Santa. Santa, Satan. Ja, auch wieder eine Wortspielerei in dem Sinne. Auch hier nochmal interessant von Fox News von Februar 8, 2016. NASA verbietet das Wort Jesus. In einem Artikel heißt es, Zitat, der Clubleitung wurde mitgeteilt, dass die NASA alle zukünftigen Clubankündigungen zensieren würde, die den Namen Jesus enthielten, sodass Liberty Institute in seinem Beschwerdebrief. Die Rechtsabteilung der NASA erklärte, dass die Aufnahme des Namens Jesus in die Ankündigung des Clubs diese Ankündigung sektiererisch oder konfessionell mache. Zitat Ende. Nun, warum könnte wohl dieser Name jenen Menschen ein Anstoß sein? Gute Frage. Auch hier nochmal sehr interessant, in Hebräisch bedeutet NASA verführen, aber hierzu dann in Teil 4 nochmal eine kurze Erläuterung. Auch nochmal ein kurzer Clip. When
Alan Dulles brought in all the Nazi scientists and so forth, they went to two places. They went to CIA and they went to the National Aeronautics and Space Administration, which in our world we call it not a space agency. And as Kathy O'Brien has said so clearly, that's where the bulk of the mind control has. Wahrheit versteckt in der Lüge, Wortspielereien und mehr. Nun soll es um das Fernglasteleskop gehen mit dem Namen Lucifer. Auch hier wieder ein Video vom Englischen ins Deutsche auto übersetzt. Also es kann wieder kleinere Fehler beim Übersetzen enthalten. Der vollkommene Link, also der Link zu dem Video, findet sich wie immer in der Infobox. Wait till you find out about the Vatican astronomer saying he's operating with Project Lucifer. Okay, I promised you we would find out this great Catholic astronomer, the number one, is operating with something called Project Lucifer. What is that? Well, up on top of Mount Graham in Arizona, there's an observatory complex that consists of three very high-powered telescopes. One is the Vatican Advanced Technology Telescope. There's a radio telescope, and then there's one called the Large Binocular Telescope. This is the most powerful telescope in the world. In fact, they told us they can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really a kind of an odd name for a camera. And, you know, from the information that we gathered, this thing was named by the Max Planck Institute and some German astronomers. But the Vatican is part of this conglomerate up there, and they're all working together. Now, what this instrument's used for is astrobiology, for looking for exoplanets, looking for other worlds. And the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. And many UFO researchers have noted that you can see a lot of ships and entities that you normally can't see. Ja, auch nochmal sehr interessante Informationen. Auch nochmal eine Begriffserklärung. Wer ist Lucifer? Zitat: Lucifer, mythologisch-biblische Gestalt, gleichbedeutend mit einem Namen des Teufels. Oder auch hier: Lucifer, der antike römische Name für den Planeten Venus. Und auch hier nochmal der Wikipedia-Auszug zu diesem Fernglasteleskop. Wahrheit versteckt in Lüge oder ganz frei heraus. Buzz Aldrin. Nachfolgend drei Interview-Ausschnitte von Buzz Aldrin, der bei der Apollo 11-Mission mit dabei gewesen ist. Let's talk about this, because this is fascinating. I remember very clearly, I think anybody who was alive at the time does, I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon. No, you didn't. What? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. So you associated what you saw with... I have very hazy memories. Yeah, okay. That's a legal name. Pass. Oder auch hier. Scariest moment of the journey. Scariest. It didn't happen. Why has nobody been to the moon in such a long time? Because we didn't go there. Ain't nobody been to the moon. Ain't nobody been outside this giant cage that we're trapped in. The firmament is real. The moon is not a piece of rock, but it is a plasma. A plasma phenomenon, a cosmic plasma. Und auch hier nochmal der längere Auszug, das Interview mit dem jungen Mädchen. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there and... And that's the way it happened. And if it didn't happen,
It's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Ja, und nachfolgend auch noch die Verwendung und die Variationen des Idioms hide in plain sight. Zitat, in der heutigen Zeit wird der Begriff im weiteren Sinne verwendet, um Situationen zu beschreiben, in denen etwas direkt vor unserer Nase versteckt ist, aber aufgrund seines unscheinbaren Aussehens unbemerkt bleibt. Zitat Ende. Ja, Buzz Aldrin, ein Mensch, der öffentlich kundgibt, dass er den Freimaurern angehört, sagt, dass er nicht auf den Mond gewesen ist. Wieso wird das nicht hinterfragt? Wahrheit versteckt in Lüge oder ganz frei heraus. Nun soll es um Hillary Clinton und Donald Trump gehen. Auch wieder hier zwei Videoeinspieler. One thing I really want your generation to embrace is that the earth is a closed system. We cannot leave the earth. There's no place to go. The history of humanity has been, you know, slowly increasing the boundaries of knowledge and knowing more and more and more and feel comfortable inside there. But at the edges, it's always going to be a challenge. Yeah, absolutely. Edges, it's always going to be a challenge. Yeah, absolutely. And it may be hard to see tonight, but we are all standing under a glass ceiling right now. This one. To the young people in particular, I hope you will hear this. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. And the light is shining through like never before, filling us all with the hope and sure knowledge that the path will be a little easier next time. Auch nochmal sehr, sehr interessante Informationen. Also es wurde gesagt, die Erde ist ein geschlossenes System. Die Erde hat Ecken und Hillary Clinton hat klar und deutlich zu erkennen gegeben, dass das Firmament auch schon mit Raketen beschossen wurde. Also das ist so das Ziel dahinter, hinter der NASA anscheinend. Ne? Also mit Raketen, die in die Umlaufbahn zu senden und das Firmament, das geschlossene System, wie wir es hier auch sehen können, zu beschädigen. Ja, und ständig auch diese Anspielungen, wir sind jetzt gerade unter einer Glaskuppel, unter einem Glasdom. Ja, sehr, sehr interessant. Auch hier Donald Trump. Have the Space Force, because it's a whole... Ja, auch hier die Anspielung, mögliche Anspielung auch auf das Firmament. Ja, sehr interessant. Auch hier nochmal nachzulesen, was man unter dem Firmament versteht. Aber dazu später noch mehr Informationen. Wahrheit versteckt in Lüge oder ganz frei heraus. Raketen prallen am Firmament ab. Teil 1. Our mission as the Civilian Space Exploration Team is to be the first civilian team in history to launch a rocket that reaches space. All systems are go for launch. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
prallt an die Glaskuppel in 3, 2, 1. Ja, auch nochmal ein sehr interessantes Video dazu. Und weiter geht es mit Teil 2. Raketen prallen am Firmament ab. We look at their rockets. This is how they claim they get into outer space, is these rockets. Their rockets never go straight up. Every single rocket launch from a government space agency, you'll notice, follows a parabolic curve. It goes up. It reaches the peak, but what they do is as the rocket starts coming back down, they make sure that it goes down over the ocean, out of the way of any curious observers. Anyone can see it coming back down to Earth asks, hey, how come the rocket's not going up anymore? Well, it's going around the curvature of the Earth, is what they tell us. So every single rocket, the reason that it follows a parabolic curve, they say, is because it's going around the curvature of the Earth. The real reason is they can't get up any higher than that. Sorry to tell you. The only thing that's been to space is your imagination. They tell us that the Earth is a sphere. They show us pictures of a sphere, of a circle. It's a perfect circle. And then they come out and they say, well, it's actually an oval. Auch hier nochmal Bilder vom Firmament zu sehen. Auch nochmal, welche Flugrichtung die meisten Raketen dann auch wirklich gehen. Ne? Die starten und fallen ab. Sehr interessant. Wahrheit versteckt in Lüge oder ganz frei heraus. Film und Fernsehen Teil 1. Auch hier wieder selbsterklärend Bilder, Bild- und Videomaterial. Ja, auch nochmal zum selbstständigen Prüfen. Hier mal der Videoauszug. This is the right spot. Look at this. This area is filled with books about pretend people. That's right, Grover. This is the fiction section. Fiction section. Fiction section. Fiction means it's a made-up story. Und was versteht man unter Fiktion? Zitat, Fiktion ist jedes kreative Werk, vor allem jedes erzählende Werk, in dem Personen, Ereignisse oder Orte dargestellt werden, die imaginär sind oder in einer Weise, die imaginär ist. Zitat Ende. Ja, also Fiktion ist Geschichte, ist frei erfunden. Imaginär bedeutet so viel wie Fantasie. Und spannenderweise haben wir hier den Globus und eine Rakete in der Fiction Area. Ja. Fiktion. Auch bei den Globen ist es sehr spannend. Auf der Rückseite anscheinend von den Globen steht, Zitat, Globen sind nicht für pädagogische, sondern nur für dekorative Zwecke gedacht. Zitat Ende. Ja. Oder auch hier bei der Fernsehserie SpongeBob SquarePants sollte ja auch bekannt sein, auch die Kuppelidee mit dem Wasser über dem Firmament. Auch bei den Simpsons wieder, kommen wir dann auch gleich nochmal zu sprechen. Der Homer Simpson kommt da in diesen Raum rein, wo außen dran steht Betrug, also Scams. Und das Erste, was er anfasst, ist den Globus, die Kugelerde. Auch Google zeigt immer wieder das Firmament auf. Sehr interessant. Auch hier Elon Musk soll ein Post auf Twitter gewesen sein, wo es heißt, Zitat, wahrscheinlich fühlt man sich am ehesten im Weltraum, wenn man in einer Glaskuppel sitzt. Zitat Ende. Auch interessanter Wortlaut. Wahrheit versteckt in Lüge oder ganz frei heraus. Film und Fernsehen Teil 2, die Simpsons. The pitcher, steroid, Santa Claus, kicks and deals. It's a long fly ball going back, back. And the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Oh, Simpson just broke this dream's reality wide open. Ja, sehr interessant. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal einen Santa, wir erinnern uns vielleicht auch an dieses, ja, an dieses Wortspiel Santa Satan, wirft den Ball zu dem Hauptprotagonisten Homer Simpson, der zerbricht quasi das Glas des Firmaments, was hier abgebildet werden soll, und das Wasser kommt herein. Das Wasser above, das Wasser über dem Firmament. Ja. Sehr interessante Parallele auch insgesamt von dem Simpsons-Film haben wir dann hier auch nochmal das Firmament abgebildet. Ja, das haben wir hier nochmal einen Einspieler.
Super Drill, which can. Ja, also auch wieder ein sehr eindeutiger Hinweis. Und weiter geht es mit Wahrheit versteckt in Lüge oder ganz frei heraus, Film und Fernsehen Teil 3, Ausschnitt von Tribute von Pan in the Hunger Games. Also hier auch erstmal hier abgebildet, der Kreis, ein Kreis. Und dann hier auch nochmal. Der Beschuss auf das Firmament. It's a dome, right at the edge of the arena. Dome. It's a dome. Sehr eindeutig. Hier geht es um einen TV-Spot von Apartments.com. Auch sehr interessant. It's also elaborate. When you have apartments to fill, strategy is mission critical. I need a renter like this fella. Or this lady, she has got pizzazz. I think this is also unnecessary. You should list on apartments.com. It's free, it's easy, and we have millions of renters. Watch this. It's raining renters. No, sorry. I'm a certified rainmaker. The University of Port-au-Prince. Ja. Und auch hier von der Serie Breaking Bad. Etwas längerer Ausschnitt. Right before your surgery, I asked if you had packed your cell phone, and you said, which one? When? Skylar, I was medicated. I mean, I could have said the world was flat. You know what I think? I think you accidentally told the truth. Teil 3. Die flache Erde. Meinungen, Dokumente und mehr. Nachfolgend seht ihr antike alte Karten der flachen Erde bzw. des Erdkreises auf der linken Seite und in der Mitte. Und hier vor allem bei diesem Bildausschnitt finde den Fehler. Welche Darstellung passt nicht zu den ganzen Darstellungen, die hier abgebildet sind? Ich gebe euch einen Hinweis. Die falsche Darstellung befindet sich in der Mitte. Ja. Auch hier auf der rechten Seite interessant, das Zeichen, also in der Zeichensprache, wird die Erde so abgebildet, quasi auf einer ebenen Fläche mit einem Bogen darüber. Also ähnlich wie beim Firmament, beim Erdkreis, wo das Firmament oben drüber gespannt ist. Auch sehr interessant. Auch hier wieder zwei Abbildungen des Firmaments mit der Überschrift hier The Garden of Earthly Delights von Hieronymus Bosch auf der rechten Seite und auf der linken Seite Zitat eine Karte unserer Welt von Orlando Ferguson aus dem Jahre 1893. Er hielt sich dabei an biblische Beschreibungen mit den vier Ecken der Erde, an denen sich Engel befinden sollen. Siehe Buch der Offenbarung Kapitel 7. Auch hier der Link zum Prüfen in der Infobox. Auch hier weitere Darstellungen, nordische Kosmologie, germanische Kosmologie, Kosmologie der Navajo-Indianer, Kosmologie der Inka und auch nochmal die Beschreibung zum Wortbegriff oder zum Begriff Kosmologie, da heißt es Zitat, die Kosmologie ist die Wissenschaft, die sich mit dem Universum als Ganzen beschäftigt, also vor allem dem Ursprung der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des Kosmos. Sie ist ein Teilgebiet der Astronomie, das in enger Beziehung zur Astrophysik steht. So Wikipedia. Und weitere Abbildungen, die ägyptische Kosmologie, auch wieder dargestellt, Erdkreis, Firmament. Auch hier, hier und hier, sumerische und Kosmologie der Maya. Und jetzt auch nochmal sehr interessant, Piloten berichten von einer planen bzw. flachen Erde.
Can I talk to the pilot, please? He's right here. You're the pilot? Hi. How long have you been flying for? Like, for Delta, 21 years, but maybe like 30-something. I want to know, because they say the pilots know a lot. Do you think the Earth is flat or no? I know it's flat. You know it's flat? How long have you been flying for, you said? Over 30 years. And when you tell people that, do they think you're like crazy or no? Only one person. Only one person? Yeah, we're recording here. Also hier wird gesagt, ich weiß, dass die Erde flach ist. Hier. Did you notice any curvature while we were up there? No. No? What'd you see while we were up there? Just the blue sky, white clouds. Yeah, is it flat or? Pretty flat. Pretty flat? Yeah. Okay, thank you. Auch hier die Erde, keine Krümmung und ziemlich flach. Und zu guter Letzt hier. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. No, there's no curvature? It's just all flat. So weit, so gut. Bildet euch eure eigene Meinung. Und wenn wir schon beim Thema Flugzeuge sind. Auf der linken Seite seht ihr eine Darstellung mit Fischaugenobjektiv, also ein aufgenommenes Bild mit einem Fischaugenobjektiv, mit einer Fischaugenlinse, und auf der rechten Seite ohne Fischaugenobjektiv. Auch hier nochmal die Beschreibung aus Wikipedia, Zitat: Eine Fischaugenlinse ist eine Ultraweitwinkellinse, die starke visuelle Verzerrungen erzeugt, die ein breites Panorama oder halbkugelförmiges Bild erzeugen soll. Fischeilinsen erreichen extrem weite Sichtwinkel weit über jede geradlinige Linse hinaus, Zitat Ende. Ja? Also hier sehen wir auf jeden Fall ein halbkugelförmiges Bild und hier nicht. Ja? Und hier auch nochmal eine schöne Darstellung, dass wir hier auch keine Krümmungen sehen können. Ja? Auch nochmal sehr, sehr interessant. Das lasse ich mal laufen. Ich habe es hier auch wieder gemutet, auf lautlos gestellt, einfach weil da wieder Musik im Hintergrund war. Ja, und hier auch nochmal aufgeführt die einzelnen Orte, wo das aufgenommen wurde. Alles geradlinig. Isle of Man hier. Und auch hier nochmal aufgenommen von einem Flugzeug oder aus einem Flugzeug. Ich spiele auch mal den Clip ab. Aus dem Fenster. Jetzt auch nochmal gemutet und da werde ich auch mal einen Kommentar vorlesen. Ja, das ist ein YouTube-Video gewesen, hat jemand als Kommentar geschrieben. Zitat: Der Horizont ist flach, die Tragfläche ist flach, aber am Rand des Fensters fängt es an, sich zu krümmen. Einfach mal gucken. Einfache Lösung: Setzen Sie einige flache Fenster oder zumindest ein flaches Fenster in ein Flugzeug, das weder am Boden noch in der Luft eine Verzerrung aufweist. Zitat Ende. Nun, die Frage, die sich hier stellt, ist aber, möchte man das überhaupt? Oder ist das Fenster bewusst so konstruiert, damit eben diese Krümmung entsteht? Dann gäbe es da noch Regierungsdokumente. Auch hier wieder Bild- und Videomaterial. Sehr interessant. But this is a NASA technical manual. MIT, the Army Research Laboratory, flying over a flat, non-rotating Earth. Flat Earth with a flat Earth assumption. Non-rotating flat Earth. A flat non-rotating Earth may be assumed. A flat and non-rotating, assuming a flat Earth. Flat, non-rotating Earth. A non-rotating Earth. Flat, non-rotating Earth. Validity of flat Earth based on a flat Earth assumption for a flat Earth and a flat atmosphere. Flat, non-rotating Earth. The flat Earth model. Propagation of electromagnetic fields over flat Earth. Ballistic vehicle motion. A closed form solution is developed for the motion of a ballistic vehicle entering the atmosphere over a flat, non-rotating Earth. The assumption of these equations assume a flat Earth.
Ja, also sehr interessante Aussagen, ja. Zum Beispiel Zitat, nicht rotierende flache Erde, Zitat Ende, oder Zitat, flache Erde und Atmosphäre, Zitat Ende, oder Zitat, Gültigkeit der Annahme einer flachen Erde, Zitat Ende. Auch hier nochmal bei dem Ausschnitt, in a stationary atmosphere over a flat non-rotating earth. Auch sehr interessant an dieser Stelle die Flagge der Vereinten Nationen, auch ein Erdkreis, der abgebildet ist und aufgeteilt in 33 Segmente. Wieder ein Zufall. Aussagen bekannter Persönlichkeiten Teil 1. Zitat, wenn wir ein wahrheitsgetreues Bild des fernen Horizonts oder der Sache selbst untersuchen, werden wir feststellen, dass er genau mit einer vollkommenen, geraden und ebenen Linie übereinstimmt. Da es nun auf einem Globus nichts dergleichen geben kann und wir feststellen, dass dies überall auf der Erde der Fall ist, ist dies ein Beweis dafür, dass die Erde keine Kugel ist. Zitat Ende von William Carpenter oder von Samuel Rowbotham. Zitat, die Erde ist eine geschlossene Ebene, die am Nordpol zentriert ist und an ihrem äußeren Rand von einer Wand aus Eis begrenzt wird, wobei sich Sonne, Mond, Planeten und Sterne nur wenige 100 Meilen über der Erdoberfläche befinden. Zitat Ende. Oder von John Hampton, unten links zu sehen, Zitat, wir wissen dies durch geduldige und lang anhaltende Untersuchungen. Die Wasseroberfläche ist eine Ebenfläche. Dies ist der Schlüssel, der den Verstand der Menschen aufschließt und eine Flut von Licht auf die Frage nach der Form der Erde fallen lässt. Wir wissen folglich, dass die Erdoberfläche eine ebene Fläche ist und dass die Erde selbst keine Kugel sein kann. Zitat Ende. Oder von John Abizaid, Zitat, die Erde ist flach und unbeweglich, während Sonne, Mond und Sterne in ständiger Bewegung sind. Dies ist die Erleuchtung der Welt. Zitat Ende. Aussagen bekannter Persönlichkeiten Teil 2. Beginnen wir auf der rechten Seite mit Albert Smith, wo es heißt, Zitat, es bleibt der kopernikanischen Schule der Astronomie noch zu beweisen, dass die Erde, auf der wir so selbstzufrieden umhergehen, und das Land, das an einem schönen Tag so ruhig und friedlich aussieht, mit einer Gesamtgeschwindigkeit von etwa 86.000 Meilen pro Stunde durch das All fliegt. Sollen wir blind eine Theorie glauben, die in der Natur der Dinge so undurchführbar ist und die den Beweisen unserer gottgegebenen Sinne direkt widerspricht? Wir fühlen keine Bewegung, wir sehen keine Bewegung und wir hören keine Bewegung. Während unsere Sinne die vernünftige und die nachweisbare Annahme begünstigen, dass die Erde stationär ist. Zitat Ende. Und ein Bild unten drunter, also unten rechts. Gilbert Johnson, Zitat, die Erde ist flach. Die Bibel erklärt es, dass sie auf ihren vier Säulen ruht. Zitat Ende. Und ganz spannend auf der linken Seite, also oben links, ein Zitat von Nikola Tesla, wo es heißt, Zitat, obwohl wir frei denken und handeln können, sind wir wie die Sterne am Firmament durch untrennbare Bande zusammengehalten. Diese Bande können wir nicht sehen, aber wir können sie spüren. Zitat Ende. Das Firmament, die Kuppel und der Lauf der Dinge. Ja, hier ein Auszug von Wikipedia, wo es heißt, Zitat, Firmament, auch Himmelszelt oder Himmelsgewölbe, bezeichnet in frühen Weltbildern einen über der Erde gelegenen Teil des Kosmos als jene Sphäre, an der die Fixsterne befestigt gedacht waren. Im heutigen deutschen Sprachgebrauch ist Firmament ein gehobener Ausdruck für Himmel und Himmelsgewölbe. Ja, auch hier nochmal zu sehen, ich muss es aber auch wieder lautlos machen wegen der Hintergrundmusik, auch nochmal zu sehen. Ja, den Lauf der Sonne. Oder auch hier nochmal zu sehen. Hier heißt es, ne? The Earth doesn't move, also die Erde bewegt sich nicht, die Sonne tut es aber. Auch hier. Auch nochmal sehr interessant. Und auch hier nochmal ein interessanter Auszug.
Okay, you guys remember how I showed you the maps that were here on Earth before 1958, before the governments took them out, and I'm going to show you the Encyclopedia Britannica's in the public libraries before 1958. Here's volume 2 out of the alphabet A. And we're going to flip to the Antarctica, which, and this is from 1958, as you can see. Now, we're going to flip to the Antarctica and see what the Encyclopedia Britannica from 1958, before the Antarctic Treaty, says is there. Now, you won't find this in the new encyclopedias because the government's banned them. But what I want you to notice right here is, notice how it says the flights proved inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south, longitude 90 degrees east. Take a really, really close look at that. Now I'm going to zoom it in for you. When they returned to New Zealand, these flights proved the inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south, longitude 90 degrees east. Now, if this doesn't make sense to you, let me show you with an image of what a flat Earth map would look like. Now, this is what a latitude 80 degrees south would look like on a flat Earth map. As you can see, the dome comes down closer to you over the wall, which would be about 13,000 feet. Now, if you go back out into the center of the Earth, or up the North Pole, and try to go up to the firmament with a little bit of calculation, it's going to show that it's about 385,500 feet away. It's really, really simple, folks. Now, if you're not familiar with any of this at all, and you're just now new to all this, you could say, well, this guy is crazy. He doesn't know what he's talking about. But what you got to ask yourself is, why do all the maps before 1958 show a flat Earth with the ice wall around it and a firmament, a dome? And why does the encyclopedia tell you that there's a dome there, and it gives you the exact height at a certain latitude and longitude? Well, the reason is because in 1958, that's when all governments and all nations of the world signed the UN treaty to ban all civilians from going to the Antarctica, and NASA came in and erased everything, just like they're erasing everything today. So again, ask yourself, if all this existed before 1958, why doesn't it exist now? How come it all of a sudden was erased and just disappeared out of your history books, out of your encyclopedias, out of your libraries? Wake up, people. Wake up. Das Firmament, die Kuppel und der Lauf der Dinge. Auch hier nochmal wunderbare Bilder zu sehen. Auch nochmal Videomaterial. Auch hier nochmal eine gerade Linie, keine Krümmung. Ja. Ich lasse es mal nebenbei laufen. Auch hier nochmal Donner und Blitz. Woher kommt die Rückkopplung, wenn nicht von der Kuppel selbst? Is one of the quietest rooms in the world. Known as an anechoic chamber, it's perfectly designed to remove sound reflections and echo. Chamber
as well as one of the loudest rooms in the world, the reverberation chamber. I wanted to do a couple tests to compare this room to the reverberation room. For fun, here's the direct comparison. Die Antarktis, der Erdkreis umgeben von Eis. Auch hier nochmal wunderbar zu sehen, Bild- und Videomaterial. The ice walls are real and they stand 150 feet above the surface of the water. Then you need to understand that there is no independent access to Antarctica. Average people can only go there on a guided tour. It has no towns, no cities, and no permanent residences. What's past the 150 foot ice wall is anyone's guess. How far the ice extends, how it terminates, and what exists beyond it. The Antarctic Treaty, signed in 1959 by 12 nations and more later on, states that Antarctica is for peaceful purposes only. No military activities, just scientific research and government exploration. Expeditions by any party must be discussed in advance. It's the longest and most successful treaty between nations. The treaty also states that there are ships, stations, and equipment to ensure compliance of the treaty. Sounds like military activity to me. Anyway, so this azimuthal equidistant map appears to be correct for the moment. Die Antarktis, der Erdkreis umgeben von Eis. Admiral Byrd und der Antarktisvertrag. Mit der Überschrift Admiral Byrd und seine Reise in die Antarktis, wo es heißt, Zitat, unsere Reise beginnt mit einem Mann namens Richard E. Byrd, oder besser bekannt als Admiral Byrd. Er war ein hochdekorierter Soldat, der mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde und hatte einen unstillbaren Drang, das Unbekannte zu erforschen. Dieser Drang führte ihn mehrmals in die Antarktis. Doch die interessanteste Expedition ist die Operation High Jump von 1946 bis 1947. Bei dieser Mission wurde er von der US-Marine unterstützt, die ihm jede Menge Schiffe, Boote, Flugzeuge und Personal zur Verfügung stellte, um sein Ziel zu erreichen. Nun, er fand etwas in der Antarktis und berichtete in einem Interview über das, was er sah. Hier einige Zitate aus dem Interview. Wo es heißt, Zitat, seltsamerweise gibt es heute noch ein Gebiet auf der Welt so groß wie die Vereinigten Staaten, das noch nie von einem Menschen gesehen wurde. Byrd sagte, er habe dieses Gebiet gefunden, als er weiter in die Antarktis vordrang und fuhr sogar fort. Er sagte, es ist ein unberührtes Reservoir an natürlichen Ressourcen. Dies ist nicht die trostlose Einöde aus Eis und Schnee, an die wir normalerweise denken, wenn wir uns die Antarktis vorstellen. Aber dem Admiral zufolge ist es das, was man sieht, wenn man weit genug ins Landesinnere reist. Leider können wir nicht alles glauben, was Byrd sagte, denn er war Freimaurer. Aber es wurde berichtet, dass er ein Flugzeug nach dem anderen aufgrund einer unsichtbaren Barriere verlor. Es dauerte nicht lange, bis die Expedition zu Ende war, 6 Monate früher als geplant, wohlgemerkt. Zitat Ende. Und weiter mit der Überschrift, die Antarktis ist tabu. Zitat, Admiral Byrd nahm an einer letzten Mission in die Antarktis teil, der Operation Deep Freeze von 1955 bis 1956, in deren Verlauf die Vereinigten Staaten dort ständige Stützpunkte einrichteten. 3 Jahre nach dieser Expedition wird der Antarktisvertrag geschlossen. Dem 12 Länder zustimmen. Heute sind es 53. Dieser Vertrag verbietet es normalen Bürgern in die Antarktis zu reisen. Sicher, einige Kreuzfahrtschiffe bringen sie in bestimmte Gebiete, aber sie können nicht auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen. Es sind sogar schon Menschen verhaftet worden und verschwunden, weil sie unerlaubt in den arktischen Gewässern segelten. Gerald Antoy ist eine solche Person, die festgenommen wurde, nachdem er nach dem verschwundenen Schiff Berserk gesucht hatte. Es ist nicht nur illegal, durch die Antarktis zu segeln oder zu wandern, sondern man darf sie nicht einmal mit dem Flugzeug überfliegen. Interessanterweise ist noch nie jemand über den Südpol geflogen. Man sollte meinen, dass jemand, der genug Geld hat, den Titel des ersten Menschen haben möchte, der ein solches Kunststück vollbringt.
Aber wie Sie und ich wissen, ist es unmöglich, den Südpol zu überfliegen, wie einige der Piloten mit Admiral Byrd herausfanden. Zitat Ende. Die Antarktis, der Erdkreis umgeben von Eis, weitere Anspielungen. Mit der Überschrift Prüfung des Firmaments. Zitat In der Antarktis wird etwas gefunden, höchstwahrscheinlich der Rand der Kuppel. Dann wird das Gebiet stillgelegt und von verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt aufbewahrt. Der Vertrag wurde nie verletzt. Das nächste Ereignis ist die Operation Fishbowl Project Dominic. Übersetzt heißt das Fischglas des Herrn. Ein sehr merkwürdiger Name, finden Sie nicht auch? Während dieser Operation feuern sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Sowjetunion eine Atombombe nach der anderen in den Himmel. Und warum? Viele andere in der Gemeinschaft der Wahrheit glauben, dass sie die Grenzen des Firmaments testen wollen. Hier ein Zitat von Dr. John Mack, Verteidigungsministerium, während der Operation Fishbowl. Er sagt, nichts hat die Glaskuppel durchdrungen. Oder wird sie jemals durchdringen? Ja. Wenn sie herausfinden würden, dass sie in einem geschlossenen System leben, würden sie dann nicht anfangen, die Grenzen zu testen und herauszufinden, wie weit es geht, wie hoch es reicht und ob man darunter graben kann? Genau das haben die USA und Russland getan. Sie haben sogar angefangen zu graben. Das tiefste Loch in das Kola-Bohrloch und es geht nur 8 Meilen tief. Doch in der Schule wird uns beigebracht, dass Wissenschaftler genau wissen, wie weit es bis zum Mittelpunkt der Erde ist und was dort liegt. Es ist an der Zeit, aus den Lügen aufzuwachen, mit denen uns die Eliten eine Gehirnwäsche verpassen wollen. Es ist an der Zeit, selbst zu denken und zu hinterfragen, was uns die Mainstream-Medien und die Wissenschaft erzählen. Zitat Ende. Teil 4. Die Heilige Schrift und das Firmament. Nun kommen wir zum letzten Teil des Videos. Nun geht es um die Frage, Weisheit der Welt oder die Weisheit Gottes? Ja, bist du den jüngsten Lügen der Welt bisher auf die Schliche gekommen? Vor allem, wenn es um das große C geht? Als gläubiger Christ sollte man sich normalerweise bereits für einen Herrn entschieden haben. Ist es also nun der Gott dieser Weltzeit, der mit seinen Kindern, dem bösen Samen versucht, die unwissenden Schäfchen zur Schlachtbank zu führen, oder der Gott der Götter, der uns seinen Sohn Jesus Christus sandte, um durch ihn im Geiste den Lügen der Welt zu entkommen bzw. zu entfliehen? Die Heilige Schrift, die Bibel, gibt uns eindringlich zu erkennen, dass eine Kugelerde keinen Sinn ergibt und auch in keiner Weise so kommuniziert wird. Bedauerlicherweise gehen aber nur die wenigsten Prediger bzw. Pastoren auf dieses wichtige Thema ein, was letztlich auf den geistlichen Zustand zurückzuführen ist. So heißt es nicht umsonst in 1. Johannes 4,1: Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgezogen. Warum der ein oder andere Christ noch der Kugelerde anhängt? Nun, es mag daran liegen, dass die Welt und ihre Begierden jenen Menschen noch voll und ganz unter Kontrolle hat. Wer dagegen mit der Welt, das heißt mit dem alten Menschen abgeschlossen hat, wird auch früher oder später die Wahrheit in Christus Jesus erkennen. Vorausgesetzt, er klopft auch an. Eine Gegenüberstellung. Was macht mehr Sinn? Auf der linken Seite Menschenweisheit, Urknalltheorie oder auf der rechten Seite Gottes Wort. Aber die Frage, die sich stellt, warum überhaupt all diese Lügen? Ja, die Lügen der NASA, die Lügen der Regierung, damit der Mensch in der Lüge lebt und denkt, dass seine Existenz keine tiefere Bedeutung hätte. Denn kein Gott bedeutet ein Leben in Bedeutungslosigkeit. Ja, und nachfolgend sehr, sehr interessantes Bild- und Videomaterial. Wir kommen kurz zurück zur Person Werner von Braun, dem Vater der NASA. Auf dem Grabstein von Werner von Braun findet sich ein sehr interessanter Vers der Heiligen Schrift.
Und zwar der Psalm 19,1. Im Deutschen ist es der Psalm 19,2. Dort heißt es: Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Werner von Braun hätte wirklich jeden Vers der Bibel wählen können, aber er entschied sich spannenderweise für einen der Verse, die das göttliche Firmament, also die Kuppel, ganz klar bestätigen. Ja, Truth in plain sight. Die Wahrheit versteckt in der Lüge. Der Wolf im Schafspelz gibt sich zu erkennen. Oben rechts auch nochmal interessanterweise, NASA in Hebräisch heißt verführen. Ein Vers als Beispiel, 1. Mose 3,13. Da sagte Gott der Herr zu dem Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib antwortete: Die Schlange hat mich verführt. NASA. Da habe ich gegessen. Und hier nochmal ein Videoclip, auch sehr interessant, die Weihnachtsbotschaft von Apollo 8 aus dem Jahr 1968. Die NASA zitiert hier aus 1. Mose Kapitel 1, Verse 1 bis 8 der Schöpfung Gottes, wo ganz klar das Firmament zum Ausdruck gebracht wird. Und sie sagen es selbst und zitieren es selbst. We are now approaching lunar sunrise and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under made the firmament. Also auch hier nochmal. And God made the firmament from the waters. And God made the firmament. And God made the firmament. And God made the firmament. And divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. The waters which were above the firmament. The waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. Ja, bis hierhin. And God made the firmament. Das hier ist das Firmament. Ja. Wieso wird aus der Bibel zitiert, wenn die Heilige Schrift der Christenheit ein ganz anderes Bild der Erde vertritt? Erkenne den Widerspruch. Erdkreis und keine Erdkugel. Auch hier nochmal reichlich Bildmaterial und ein Videoeinspieler. Unsere Augen und Erfahrung sagt uns, die Erde ist flach und bewegungslos und alles am Himmel bewegt sich um uns. Aber wenn wir nicht mehr unseren eigenen Augen und Erfahrungen trauen, müssen wir uns an den Füßen dieser Pseudowissenschaftler, die uns täuschen, prostituieren und sie wie Experten behandeln, wie astronomische Priester, die spezielles und exklusives Wissen haben, auf das sie zugreifen, wie das Hubble-Teleskop. Indem sie uns mit etwas derart riesigem Gehirn gewaschen haben, erscheint jede andere Indoktrination wie eine Kleinigkeit. Die Erde als das flache, bewegungslose Zentrum der Galaxie, um die sich alles dreht, gibt eine spezielle Bedeutung und Signifikanz, nicht nur der Erde selbst, auch der Menschheit als Ganzes, die intelligenteste unter den intelligenten Schöpfungen des Schöpfers. Indem die Erde zu einer drehenden Kugel gemacht wurde, die sich um die Sonne dreht und durch den endlosen Weltraum fliegt, angetrieben vom gottlosen Urknall, haben sie die Menschheit in einen zufälligen, bedeutungslosen, zwecklosen Unfall eines blinden, dummen Universums verwandelt. Es ist wie traumabasierte Bewusstseinskontrolle, die uns die Göttlichkeit herausprügelt mit ihren mentalen Manipulationen.
Die Leute fragen dann immer, warum sollten die sowas machen? Also das ist neben der üblichen Profitgier das größte Black-Budget-Loch, was es gibt. Und allein für die gefälschten Mondlandungen verschlangen sie über 30 Milliarden Dollar an Steuergeldern. Heutzutage reden wir von hunderten Milliarden von Dollar. Nicht nur für die NASA, sondern auch RASA und alle anderen falschen Weltraumagenturen auf der ganzen Welt, die uns diese CGI-Bilder für hunderte Millionen Dollar produzieren. Also diese moderne, atheistische, urknall-heliozentrische Erdkugel-Zufallsevolutionsideologie kontrolliert die Menschheit spirituell durch die Entfernung Gottes oder jeder Art von intelligenter Gestaltung und durch Ersetzung der absichtlichen göttlichen Schöpfung durch willkürlichen kosmischen Zufall. Durch die Entfernung der Erde als bewegungslose Mitte des Universums haben uns diese Freimaurer physisch und metaphysisch von einem Ort der höchsten Wichtigkeit zu einem der vollkommen wertlosen Gleichgültigkeit degradiert. Wenn die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, dann sind die Vorstellungen von Gott, Schöpfung und einem Sinn des menschlichen Daseins strahlend. Aber wenn die Erde nur einer von Milliarden von Planeten ist, sich um Milliarden von Sternen in Milliarden von Galaxien dreht, dann werden die Vorstellungen von Gott, Schöpfung und einem besonderen Sinn der Erde und des menschlichen Daseins höchst unglaubwürdig. Durch die heimliche Indoktrination zu ihrer wissenschaftlichen materialistischen Sonnenanbetung verlieren wir nicht nur den Glauben an etwas jenseits des Materiellen, wir gewinnen uneingeschränkten Glauben an Materialismus, Oberflächlichkeit, Status, Egoismus, Genusssucht und Konsumverhalten. Wenn es keinen Gott gibt und jeder nur ein Unfall ist, dann ist alles, was wirklich zählt, nur ich, ich, ich. Sie haben die Mutter Gottes, Madonna, zu einer materiellen Frau gemacht, lebend in einer materiellen Welt, Material Girl. Ihre reichen, mächtigen Konzerne mit ihren raffinierten Sonnenkultlogos verkaufen uns Götzen zum Anbeten, geduldig die Welt übernehmend, während wir stillschweigend an ihre Wissenschaft glauben, ihre Politiker wählen, ihre Erzeugnisse kaufen, ihre Musik hören und ihre Filme schauen, unsere Seelen auf dem Altar des Materialismus opfernd. Ja, es ist eine riesige Täuschung. Ich würde sagen, es ist sogar die größte Vertuschung und Verschwörung der Geschichte. Wir wurden 500 Jahre getäuscht. Nicht jeder, aber heutzutage ist es ziemlich gut fortgeschritten. Und das meiste vom flachen Erdematerial, was man noch finden kann, heute ist aus dem 19. Jahrhundert. Es gab damals eine ausgeprägte Debatte über das Thema. Eine Menge Leute waren damals nicht überzeugt von der Kugelerde-Theorie. Aber heutzutage, mit NASA und all den Fotos und Videos, die sie uns geben, da schauen die Leute überhaupt nicht nach weiteren anderen Beweisen. Die gehen einfach davon aus, dass das alles real ist. Das Bild des Firmaments aus biblischer Sicht. Auch hier nochmal verschiedene Abbildungen zum selbstständigen Prüfen. Auch nochmal die Begriffserklärung zum Firmament, wo es heißt, Firmament, auch Himmelszelt oder Himmelsgewölbe, bezeichnet in frühen Weltbildern einen über der Erde gelegenen Teil des Kosmos als jene Sphäre, an der die Fixsterne befestigt gedacht waren. Ja? Das Modell des Firmaments haben wir bereits in den vorherigen Folien mehr als eindringlich vergleichen können. Die Vorstellung der Kuppel, das heißt eines Firmaments, ist eine Meinung, die schon immer verbreitet war, jedoch immer mehr an Glaubwürdigkeit verlor, da der böse Same alles versuchte, um den Menschen von Gott wegzuführen. Erdkreis und keine Erdkugel. Das Alte Testament, Teil 1. Nachfolgend kommen sehr viele wunderbare Verse, die auf eine plane, also auf eine flache Erde hinweisen, welche umgeben ist von einem Firmament, also dem Himmelsgewölbe. Natürlich werde ich nicht alle Verse zusammen mit euch besprechen, deswegen stoppt einfach das Video an dieser Stelle und lest die Verse selbstständig gewissenhaft durch. Die aufgeführten Verse sind überwiegend von der Menge und Elberfelder Übersetzung vom Bibelserver von bibelserver.com entnommen. Ja, beginnend bei 1. Samuel 2,8, wo es heißt, erhebt den Geringen empor aus dem Staube, erhöht den Armen aus dem Kehricht, um sie neben den Fürsten sitzen zu lassen und den Ehrenstuhl ihnen anzuweisen. Denn in der Hand des Herrn sind die Säulen der Erde und den Erdkreis hat er darauf gegründet. Oder 1. Chroniken 16,30, erzittert vor ihm alle Lande, auch den Erdkreis hat er gefestigt, dass er nicht wankt. Hiob 34,13, wer hat die Erde seiner Obhut anvertraut und wer den ganzen Erdkreis hergestellt? Weiter Psalm 9,9, errichte den Erdkreis, Psalm 19,4-6, bis ans Ende des Erdkreises der Sonne hat er dort ein Zelt gesetzt, Psalm 24,1, der Erdkreis und seine Bewohner, Psalm 50,12, denn mein ist der Erdkreis und all seine Fülle. Erdkreis und keine Erdkugel, das Alte Testament, Teil
2. An dieser Stelle einfach das Video stoppen, pausieren und euch selbstständig die einzelnen Verse durchlesen. Erdkreis und keine Erdkugel. Das Neue Testament. Auch im Neuen Testament haben wir den ein oder anderen Vers. Hier auf dieser Seite werde ich sie mal alle vorlesen. Matthäus 24, 14, wo es heißt, und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Oder Lukas 21, 26. Indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden, denn sogar die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Oder Apostelgeschichte 11, 28. Einer von ihnen, namens Agabus, trat auf und weissagte auf Eingebung des Geistes, dass eine große Hungersnot über den ganzen Erdkreis kommen würde, die dann auch wirklich unter der Regierung des Kaisers Claudius eintrat. Oder Apostelgeschichte 17,6. Als man sie dort aber nicht fand, schleppten sie den Jason und einige Brüder vor die Oberhäupter der Stadt, wobei sie schrien, diese Menschen, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, sind jetzt auch hierher gekommen. Oder Apostelgeschichte 17,31. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten will. Durch einen Mann, den er dazu ausersehen und den er für alle durch seine Auferweckung von den Toten beglaubigt hat. Oder auch Offenbarung 3,10. Weil du das Wort vom standhaften Warten auf mich bewahrt hast, will auch ich dich bewahren aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die Bewohner der Erde zu versuchen. Und auch ein sehr, sehr spannender Vers findet sich in Offenbarung 12,9. Dort heißt es, so wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die der Teufel und Satan heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, ich wiederhole, der Verführer des ganzen Erdkreises auf die Erde hinabgestürzt und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Das Firmament, mehrfach erwähnt, wenig zur Kenntnis genommen. Auch hier nochmal die Bezeichnung zum Firmament. Ich wiederhole mich nochmal, Firmament, auch Himmelszelt oder Himmelsgewölbe, bezeichnet in frühen Weltbildern einen über der Erde gelegenen Teil des Kosmos als jene Sphäre, an der die Fixsterne befestigt gedacht waren. Und so weiter. Ja? Nachfolgend möchte ich natürlich auch noch auf das Wort Firmament zu sprechen kommen, was es bedeutet und warum seine Erwähnung in der Heiligen Schrift Beweis genug sein sollte, um den ganzen weltlichen Spuk zumindest zu hinterfragen. Dabei ist es auch sehr interessant, dass auch an dieser Stelle der korrupte, masoretische Text, welcher erst Jahrhunderte nach Christi Jesu Auferstehung entstanden ist, ebenso an vielerlei Stellen das Wort Firmament durch ein anderes ersetzt hat. Gehen wir jedoch von der älteren Quelle, also der Septuaginta aus, dem griechischen Alten Testament, finden sich auf einmal weitere Stellen mit dem Wortlaut Firmament, welches in den deutschen Übersetzungen oft mit Himmelsgewölbe übersetzt wurde. Okay? Also nachfolgend, diese Verse hier, die angeführt werden, wurden vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich hier um die englische Brenton Online Septuaginta. In 1. Mose 1,7 heißt es, und Gott machte die Feste und Gott schied zwischen dem Wasser, das unter der Feste war, und dem Wasser, das über der Feste war. Und weiter geht es mit 1. Mose 1,8. Und Gott nannte das Firmament oder Himmelsgewölbe Himmel. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. 1. Mose 1,14. Und Gott sprach, es sollen Lichter am Firmament bzw. am Himmelsgewölbe sein, dass sie leuchten auf Erden, zu scheiden zwischen Tag und Nacht, zu Zeichen und zu Zeiten und zu Tagen und zu Jahren. Ein Vers weiter, und sie sollen Licht sein am Himmelsgewölbe, dass sie leuchten auf Erden, und es ist geschehen. 1. Mose 1,17, und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie auf der Erde leuchteten. 1. Mose 1,20, und Gott sprach, die Wasser sollen lebendige Reptilien hervorbringen und geflügelte Tiere, die über der Erde fliegen, am Firmament des Himmels. 2. Mose 24,10, und sie sahen die Städte, wo der Gott Israels stand, und unter seinen Füßen war ein Werk von Saphirplatten und das Aussehen des Himmelsgewölbes oder des Firmaments in seiner Reinheit. 5. Mose 33,26, es gibt keinen anderen als den Gott des Geliebten. Er, der auf dem Himmel reitet, ist dein Helfer und der Herrliche des Himmelsgewölbes / Firmaments. Sirach 24,5, das Firmament, das Himmelsgewölbe, umwandelte ich allein und ging in der Tiefe der Fluten einher. Sirach 43,1, der Stolz oder die Pracht in der Höhe ist das durchsichtige Himmelsgewölbe, / Firmament, die Erscheinung des Himmels ein herrlicher Anblick. Sirach 43,8, der Monat ist nach ihm benannt, er nimmt wunderbar zu,
zu in seinem Wechsel. Als Feldzeichen für die Herrscher in der Höhe erstrahlte am festen Himmelsgewölbe. Sirach 43, 12. Das Himmelsgewölbe umzieht er mit seinem Strahlenkreise. Die Hand des Höchsten hat ihn ausgespannt mit Allmacht. Das Firmament. Weitere Verse führen in eine Richtung. Teil 1. Auch an dieser Stelle wieder einige Verse zum selbstständigen Prüfen. Ich werde logischerweise jetzt nicht alle Verse vorlesen, aber ich werde mir einfach mal ein paar rausnehmen. Psalm 2,8. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Oder auch im Psalm 22,28 alle Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde im Psalm 59,14. Psalm 75,4. Ich habe ihre Säulen festgestellt. Psalm 104,5. Er hat die Erde gegründet auf ihren Grundfesten. Hiob 26,7. Auch Hiob sehr interessant. Hiob 26,7. Er spannt den Norden aus über die Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Hiob 22,14. Dichte Wolken sind ihm eine Hülle, sodass er nichts sehen kann und nur die Räume des Himmelsgewölbes durchwandelt er. Sprüche 8,27. Als er den Himmel baute, war ich dabei, als er das Himmelsgewölbe, also das Firmament feststellte oder abmaß, über der weiten Urflut. Hiob 38,18. Hast du die weiten Flächen der Erde überschaut? Sage an, wenn du dies alles weißt. Und viele weitere Verse. Das Firmament, weitere Verse führen in eine Richtung. Ja, auch hier nochmal aus dem Alten Testament und hier auch im Neuen Testament. Pausiere das Video und lies dir die Verse nochmal selbstständig durch. Das Firmament, Josua und der längste Tag, der Sonnenstillstand. Auch ein sehr, sehr interessanter Teil hier in Josua Kapitel 10, Verse 11 bis 14, wo es heißt, als sie sich nun auf der Flucht vor den Israeliten am Abhang von Beth Horon befanden, ließ der Herr große Steine vom Himmel bis nach Aseka hin auf sie herabfallen, so dass sie dadurch den Tod fanden. Die Zahl derer, welche durch den Steinhagel das Leben verloren, war größer als die Zahl derer, welche durch das Schwert der Israeliten gefallen waren. Damals betete Josua zum Herrn an dem Tage, an dem der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab. Und zwar rief er angesichts der Israeliten aus, Sonne, steh still zu Gibeon und du, Mond, im Tal von Ayalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk Rache an seinen Feinden genommen hatte. Das steht bekanntlich im Buch des Braven geschrieben. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und eilte beinahe einen ganzen Tag lang nicht zum Untergang. Einen Tag wie diesen hat es weder vorher noch später gegeben, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr stritt für Israel. Das Buch Henoch und seine ergänzenden Aussagen zum Firmament. Ich werde jetzt mal vorlesen aus Henoch 18, Verse 1 bis 5, wo es heißt, und ich sah die Schatzkammern aller Winde und sah, wie er mit ihnen die ganze Schöpfung ausgeschmückt hat. Und ich sah die Grundfesten der Erde und sah den Eckstein der Erde und sah die vier Winde, welche die Erde tragen und das Firmament des Himmels. Und ich sah, wie die Winde die hohe Wölbung des Himmels ausspannen, indem sie zwischen Himmel und Erde stehen. Das sind die Säulen des Himmels. Und ich sah die Winde, welche den Himmel im Kreise drehen, welche die Sonnenscheibe und alle Sterne zum Untergang bringen. Ich sah die Winde über der Erde, welche an den Wolken zu tragen haben. Ich sah die Pfade der Engel. Ich sah am Ende der Erde das Firmament des Himmels darüber. Und weitere wunderbare Verse nochmal zum selbstständigen Prüfen aus Henoch Kapitel 75 und 80. Auch sehr interessant. Zusammenfassung. So möchte ich vorlesen aus Jeremia Kapitel 17, Vers 5, wo es heißt, so hat der Herr gesprochen, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz sich vom Herrn abkehrt. Ja, wem möchte man mehr Glauben schenken? Einer weltweit gottlosen Regierung, die durchtränkt ist von Lüge? Oder prüfe ich selbst und bilde mir meine eigene Meinung? Es sollte klar sein, dass auf YouTube ausschließlich pro Kugelerde kommuniziert wird und alles, was vom Narrativ abweicht, sofort auf der Abschussliste landet. Zensur ist keine Seltenheit, aber das sollte seit der C-Pandemie eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Ja, die Giftspritze war für viele der Augenöffner schlechthin. Für die einen mehr, für die anderen weniger.
So können wir natürlich alles auch irgendwo in die Kategorie Zufall packen. Oder wir fangen an zu verstehen, dass der Widersacher, der Satan, tatsächlich der Herrscher dieser Weltzeit ist, wie es die Heilige Schrift eben ausdrücklich kommuniziert. So heißt es in 2. Korinther 4,4, weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Spielst du also im Team Welt oder suchst du die Wahrheit in Christus Jesus? Abschließend heißt es in Johannes 8,32, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Ja, schaffst du den Sprung oder bleibst du bequem? Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern, und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort, laut Matthäus 4,4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video, euer Christian. Ciao, ciao.